Ihr werdet die Top 5 Handyspiele aller Zeiten sehen. Wir kombinieren die stärksten Monster in Monster Draft und werden sogar zu legendären Detektiven, indem wir alle bösen Leute fangen in Lineup. Schau bis zum Ende für das geheime Spiel, welches niemand kennt. Hey Freunde, schön, dass ihr da eingeschaltet hast, und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns mal heute in Monster Draft und hier müssen wir, unsere eigene Armee aufbauen. Alles klar, Freunde, so, wir sammeln erstmal hier so ein bisschen Geld ein und alles klar, Freunde, wir müssen jetzt uns entscheiden, für welche Karte, links oder rechts. Ich würde sagen, wir nehmen den Feuerlöwen und, wow, da ist der Freund, unsere erste Armee, und da ist unsere zweite Armee. Und wir können jetzt das gleiche Monster kaufen, um beide zu verbinden. Ich würde sagen, wir kaufen das pinke Monster. Und jetzt haben wir schon zwei. Und die, verbinden sich zu einem goldenen Monster. Oh mein Gott. Was? Das ist unser Endgegner. Das ist unser Erzfeind. Der hat auch eine Armee. Als davon würde ich sagen, Angriff. Mein goldener Pink Winky und mein Feuerlöwe. Und let's go. Sie fighten jetzt hier, gegeneinander in diesem Battle. Aber Freunde, ich glaube, wir haben gewonnen. Congratulations. Level Nummer 1. Haben wir bestanden. Und, warte mal, was ist das denn hier, Freunde? Und, ich weiß gar nicht, was es gemacht hat. Und, Freunde, okay, wir gönnen uns hier einen Tauren. Oh, ne, wir haben nur 10 Dollar und, okay, Freunde, wir haben gefailt. Ich glaube, das hätten wir nicht machen sollen. Okay, Freunde, ich glaube, das sind alle Gifttränke. Die dürfen wir nicht einsammeln. Wir haben jetzt 150 Dollar. Damit gönnen wir uns einen Tauren. So, let's go, zack. Und dann gönnen wir uns als nächstes, eine Skelettkarte. Okay, Freunde, umso teurer die Karten sind, umso besser sind die Monster, schätze ich mal. Dann würde ich sagen, einen Feuerlöwen. 400 Dollar und da haben wir jetzt hier unsere Armee bestehend aus drei Monstern am Start. Da ist wieder unser Erzgegner. Na, was geht ab? Man sieht sich wieder. Und auch er hat eine neue Armee am Start. Okay, Freunde, ich würde sagen, der erste hat 50 Lena, würde ich sagen. Zack, wir equippen den hier und unser Bester, der Feuerlöwe, kommt in die Mitte. Fight, andere Freunde. Jetzt fighten wir uns jetzt hier gegen den Gegner. Und okay, auch das haben wir gewonnen. So schwer ist das Ganze ja bis jetzt noch nicht. Aber die Armeen werden natürlich immer krasser. Nicht nur von uns, sondern auch von unseren Gegnern. Okay, als nächstes gönnen wir uns eine Normie. Let's go. So ein lilaner Mensch oder irgendwie sowas. Alles klar. Und dann gönnen wir uns hier wieder diesen Tauren. Zack, zack. Let's go. Das ganze Geld wird eingesammelt. Und Pinky Winky. Nicht Dinky Winky, sondern Pinky Winky. Alles klar. Den haben wir jetzt auch. Und einen Feuerlöwen gönnen wir uns als nächstes. Let's go. Oh mein Gott, wir haben jetzt vier Leute. Wir haben jetzt vier Monster in unserer Armee. Und mich hier. Diesen blauen Ballonkopf hier. Moin, moin. Und unseren Endgegner. Alles klar, Freunde. Wir haben jetzt hier vier Karten. Okay, der eine hat sogar 90 Leben. Okay, ich würde sagen, der Feuerlöwe kommt hier hin. Pinky Winky, du kommst hier hin. Und der Tauren kommt da hin. Und ich würde sagen, ding, 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 ab geht es. Auch ein faires Battle. Oh, schlag die Köpfe ein von denen. Let's go. Die lagen ja alle instant auf dem Boden. Direkt waren die K.O. Die hatten ja gar keine Chance gehabt. Alles klar, Freunde. Weil geht es. Okay, ich würde sagen, let's go. Wir equippen hier den Tauren am Start. Zack. Und dann wieder hier den Normie. Du kommst jetzt auch sofort in mein Team. Let's go, meine Monster-Armee. Und, wir können jetzt hier den Tauren holen. Und dann verbinden sie sich zu einem besseren. Das werden wir jetzt auf jeden Fall aktivieren, Freunde. Und Verbindung. Und okay, das ist krass. Pinky Winky werden wir auch equippen und let's go. Schaut euch mal unsere Monster-Armee an. Das sieht wirklich sehr, sehr krass aus. Und das ist wie so unser Endgegner. Was? 170 Leben hat der ganz rechte? Okay, Freunde, da hilft nur unsere goldene Karte. Die müssen wir jetzt equippen. Dann gibt es hier Pinky Winky, alles klar. Und unsere Normie. Okay, Freunde, ich glaube, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das Ganze klappt wird. Nein, wir wurden besiegt. Schaut euch das Ganze, Mann. Level failed, was? Nächster Versuch, Freunde. Oh, was ist das denn hier? Green Beast oder irgendwie sowas. Und da haben wir ihn equipped. Oh mein Gott, ein grünes Biest einfach. Das sieht so aus wie Hulk einfach. Okay, Freunde, ich glaube, mit dieser Armee, wird unser Gegner keine Chance haben. Na, Kollege, da bin ich wieder, ne? Du denkst doch nicht ernsthaft, ich gebe auf. Und okay, Freunde, wir equippen jetzt hier den grünen Biest gegen ihn. Und er hat 220 Leben, unser grüner Biest, okay? Dann equippen wir mal, okay, wir können eigentlich den goldenen Taurus mit 120 Leben und unseren pinken Wiki mit 110. Und ich würde sagen, let's go, bam! Eine Backpfeife. Und sie liegen auf dem Boden, Junge. Unser Hulk hat ja wirklich alles zerstört, ey. Die Gegner hatten ja gar keine Chance. Okay, als nächstes gönnen wir uns wieder das Skelett. Skelly, willkommen in meinem Team. Dann gönnen wir uns hier den Taurus als nächstes für 80 Dollar. Und wir haben eine neue Karte, Freunde. Für 150 Dollar, jawohl, haben wir einen Teddy am Start. Yeah, einen blauen Teddy. Und dann gönnen wir uns natürlich noch zum Schluss hier Pinky Winky. Let's go. Oh mein Gott, okay. Jetzt bin ich gespannt auf unseren Teddy. Wir haben jetzt ein neues Mitglied in unserer
Harambe. Moin, da bin ich wieder. Also, oh, okay, er hat eine goldene Taurus. Equip, alles klar, Freunde. Da würde ich sagen, wir equippen unseren Teddy und jawohl, er hat mehr Leben. Dann gönnen wir uns hier den Tinky Winky und hier den Taurus. Ab geht es, Freunde. Ja, da guckst du. Wie er auch aussieht mit seinem Schnurrbart hier, unser Gegner. Und jawohl, auch dieses Level haben wir ohne große Probleme jetzt gemeistert. Alles klar, weiter geht es. So, mein Teddy, du hast mir so gut gefallen. Du bist jetzt ab jetzt immer Teil in meinem Team. So, dann gewinnen wir uns den Taurus als X. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ein Gott-Lizard. Oh mein Gott, ey. Ab geht es. Oh, okay. Der ist ein bisschen groß. Junge, ich sehe gar nicht meine anderen Armeen. Was geht ab? Was ist das denn bitte für ein riesiger... Oh, so eine Gott-Echse einfach, die wir jetzt am Start haben. Junge. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Na, ich hoffe, die Gott-Echse passt überhaupt durch das Tor dadurch. Okay, würde ich sagen, Freunde, wer ist der Stärkste? 170 rechts, dieses Zombie. Und dann würde ich sagen, ab geht es, meine Gott-Echse. Mit 62 Leben wird er weggezerstört. Hier unser goldener Teddy und unseren Feuerlöwen. Fight, ab geht es. Und, boah, Junge, was geht da? Da tut mir mein Gegner ja schon fast leid, ey. Alles klar. Ich brauche neue Monster in meiner Armee. Ich will immer mehr neue Monster freischalten. Okay, bis jetzt, okay, die beiden kennen wir hier. Pinky Winky, alles klar, Freunde. Aber wann haben wir mal hier eine neue Karte am Start? So, Teddy, du wirst auch jetzt hier mitgenommen. Und, oh, da hinten haben wir noch eine Teddy-Karte, habe ich gerade schon gesehen. So, Skelly können wir jetzt auch noch equippen. Und dann gönnen wir uns natürlich jetzt hier noch den goldenen Teddy-Skin am Start. Und jawohl, los, verbindet euch. Blub. Und da haben wir den goldenen... Oh, das sieht aus wie so ein Gummibärchen, ne? So ein goldenes Gummibärchen haben wir am Start. Und zeig her, was hast du rüber? Oh, ein goldenes Skelett. Okay, Freunde, goldenes Skelett. Du hast goldener Teddy. Da würde ich sagen, Skelett, oh, gegen... nicht Skelett, sondern hier, gegen den. Und Pinky Winky gegen Skelett. Ab geht es, Freunde. Und los, mein Gummibärchen. Ja, macht die Armee fertig. Und da liegen sie auf dem Boden. Nächstes Level. Wir rushen hier wie ein Profi hier durch. Alles klar, da haben wir wieder unseren blauen Teddy am Start. Oh, da hinten ist was. Da hinten habe ich schon irgendwas gesehen. Ah, den grünen Biest hier. Alles klar, Freunde. Mal schauen, ob wir den brauchen werden. Ich würde sagen, erstmal gehen wir an der Karte vorbei, weil dafür müssen wir jedes Mal Werbung gucken. Lass das Ganze. Oh, so probieren. Was ist das denn hier? Honky Wonky? Was? Also nicht Huggy Wuggy, sondern Honky Wonky? Honky Wonky ist einfach am Start. Einfach ein Orange nach Huggy Wuggy oder wie Honky Wonky. Was ist denn da los? Okay, mit dem müssen wir unbedingt kämpfen. Okay, Freunde, ich würde sagen, Honky Wonky, du kämpfst jetzt hier gegen den Feuerlöwen. So, der Feuerlöwe gegen das Skelett und hier Teddy gegen ihn. Und let's go, Honky Wonky, zeig, was hier abgeht, Junge. Einfach Honky Wonky am Start. Let's go, ein Orange nach Huggy Wuggy. Vielleicht schalten wir sogar den echten Huggy Wuggy frei. Das wäre wirklich sehr, sehr krass. Mal schauen. Okay, erstmal Skelly. So, du bist besser natürlich hier. Zack, dann gönnen wir uns als nächstes den Teddy. Und, oh, noch ein Skelly. Okay, den will ich mir gönnen. Ich will unbedingt mal einen goldenen Skelly haben. Alles klar, Freunde. Und let's go. Goldener Skelly wird aktiviert. Und Honky Wonky. Haben wir auch am Start, Freunde. Der Name ist wirklich sowas von lustig. Der macht eben gar nicht Angst, ey. Alles klar, würde ich sagen. Na, da sind wir wieder back am Start. Zeig, was du drauf hast. Oh, er hat auch das goldene Skelett. Okay, Freunde, was ist jetzt besser? Das goldene Skelett oder Honky Wonky? Ich glaube Honky Wonky, ne? Dann würde ich sagen, goldenes Skelett kämpft hier gegen. Und Teddy, let's go. Du kommst nach rechts zum lila Monster. Und jetzt würde ich sagen, bam, auch diesen Kampf hat unsere Armee easy gewonnen. Let's go. Ab geht es. Ding, 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 ding. Wir sammeln jetzt wieder hier das ganze Geld ein. Und wir fangen sogar mit Honky Wonky einfach an. Das bedeutet, er ist jetzt wahrscheinlich schon einer der schlechteren Karten oder sowas. Vielleicht schalten wir jetzt irgendetwas Neues frei. Das wäre sehr, sehr krass. So, natürlich hier das ganze Geld einsammeln. So, oh, Feuerlöwe. Oh mein Gott, Freunde. Honky Wonky. Oh mein Gott, wir haben zwei Honky Wonkys. Was, da hinten ist sogar eine dritte Karte. Können wir den einfach mit drei kombinieren? Warte mal, was passiert, wenn wir den jetzt wieder einsammeln? Oder dann bekommen wir, alles klar, dann bekommen wir noch einen. Aber wir haben jetzt einen goldenen am Start. Oh mein Gott, der wird hier übertrieben krass sein. Okay, zeig, was du drauf hast. Und ist das etwa alles? Nein, da würde ich sagen, Freunde, so, der wird jetzt zum Linken geschickt, zum Allerstärksten. Oh, der ist sogar stärker. Nein, das war der falsche Honky Wonky. Oh, zum Glück haben wir ihn zurückgezogen. Der goldene, okay, jetzt ist der stärker. Let's go, guckt euch, oh, warte mal, guckt euch das Ganze mal. Und 150 gegen 150, oh, Freunde, komm schon und nein, einer hat verloren bei uns. Das kann nicht sein. Du Loser, ey. Ach so, wir haben trotzdem gewonnen. Alles klar. Sorry, ich nehme alles zurück. Und, oh, da haben wir sie endlich. Die neue Karte. Frankie, also Frankensteins Monster. Oh, so ein Zombie einfach. Oh ja. Den hat ja schon mal Gegner hier gehabt. Aber jetzt ist er auch endlich in unserem Team angekommen. Let's go. Da gehören wir zu tauchen. Und was? Wir können sogar hier den goldenen Frankie gönnen. Oh mein Gott, Freunde. Ab geht es. Jetzt bin ich gespannt. Goldener Zombie wird kombiniert. Und wow.
Wow, jetzt haben wir ihn sogar als Gold vor. Jetzt sind wir noch mehr unbesiegbarer. Alles klar. Egal, welche Armee jetzt am Start hat, Freunde. Junge, mein goldener Zombie ist sowas von krass mit 255 Leben. Und let's go, Freunde. Und oh, okay, links ist wieder unentschieden. Beide haben 80 Punkte. Und wer wird gewinnen? Und ja, der gegnerische. Aber Freunde, ich glaube, das reicht trotzdem, um ins nächste Level zu kommen. Habt ihr das gesehen, ey? Unser Zombie-Monster wäre sowas von krass, ey. Der hat ja wirklich gar keine Chance gehabt. Oh, wir haben jetzt wieder hier den grünen Biest am Start. Also Hulk könnten wir theoretisch equippen. Nee, nee, nee. Den brauche ich erstmal nicht. Ich brauche nur Frankie. Frankie, komm her in mein Team. Wir haben dich vermisst. So, da haben wir auch wieder hier Frankie am Start. Und Honky Wonky. Ja, dich haben wir jetzt nicht so vermisst, muss ich sagen. Weil mittlerweile haben wir Frankie. Der ist sogar noch stärker. Und was besser als ein Frankie? Zwei Frankies. Yeah, die ihm so einen goldenen Zombie machen. Let's go. Alles klar. Da sind wir wieder back am Start. Oh, er hat ein goldenes Skelett. Okay, Freunde, goldenes Skelett versus goldener Frankie. Honky Wonky gegen Pinky Wuggy oder wie der heißt. Pinky Schnuggy, Pinky Winky. Und der Taurus gegen, oh, das Skelett. Oh, okay. Ich glaube, der Tauren oder irgendwie sowas. Der wird weggefetzt, Freunde. Der hat keine Chance gehabt. Aber, Freunde, Level bestand trotzdem. Level Nummer 13 geht damit auch in die nächste Runde. So, alles klar. Was haben wir jetzt hier am Start? So, Teddy. So, den nehme ich schon mal mit. Und, oh, da hinten, ich habe schon was gesehen, Freunde. Da hinten war eine neue Karte, oder? Ach nein, das war der Feuerlöwe. Ich dachte, das wäre eine neue Karte. Aber Frankie, komm, dich nehme ich natürlich auch mit. Und, wow, okay, und noch einen goldenen Teddy. Der verwandelt sich jetzt hier in ein Gummibärchen, Freunde. Und ab geht es. Gummibärchen-Fusion wird eingeleitet. So, und jetzt equippt natürlich wieder ein weiteres Mal die Karten. Okay, Feuerlöwe hat er, Teddy und den Lilanen. Dann würde ich sagen, Freunde, zack, du kämpfst gegen ihn, du gegen ihn und du kämpfst gegen ihn. Jawohl, endlich. Jetzt gewinnen mal alle von unseren Monstern. Boom, und keiner verliert hier den Kampf. Wen haben wir denn da? Ein neues Monster. Nämlich den Prankster. Oh ja, den gönnen wir uns. Und oh, schaut ihn euch mal. Endlich eine neue Karte, die wir freigeschaltet haben. Let's go. Okay, okay, sehr, sehr gut. Okay, und Junge, pass auf, dass ihr da nicht runterfällt. Guck mal, die laufen einfach schon unten. Guck mal, ich laufe auf dem Weg und alle laufen hier links hier. Passt auf, die fliegen hier einfach drüber. Alles klar. Und jetzt haben wir jetzt hier einen neuen am Start, nämlich den Prankster. Der sieht ein bisschen aus wie der Joker oder irgendwie sowas. Okay, er hat Frankensteins Monster, Zombie am Start. Alles klar, und die übliche. Dann würde ich sagen, Prankster versus, oh, gegen den Zombie, oh ja. Und hier, zack, zack, let's go. Alle Karten wurden erfolgreich geteilt und los, Prankster, jawohl. Unser neues Monster hat auch ihn ohne große Probleme zerstört. Wie wird der aber wohl aussehen, ey, wenn wir ihn zu einem goldenen machen? Oh mein Gott, da bin ich mal gespannt. So, Honky Wonky, so, du kommst jetzt mit. Okay, wird das Geld reichen überhaupt, um mir den Prankster zu holen? Und jawohl, okay, wir haben genug Geld am Start. Den Prankster haben wir jetzt auch am Start. So, Hulk, dich brauchen wir nicht mehr. Ich habe mittlerweile hier schon noch stärkere. Oh, Teams in meinem Team. Und da haben wir ihn, Freunde. Den Prankster. Die zweite Karte. Das bedeutet, sie können jetzt beide miteinander kombinieren. Komm schon, Freunde. Das wird jetzt bis jetzt unser bestes und stärkstes Monster sein. Oh mein Gott, ey. Junge, Junge, Junge. Der wird jetzt Augen machen, unser Erzfeind. Oh, wer hat der denn da? Was? Was ist das denn? Ah, ein Feuerlöwe und ein goldener. Oh mein Gott, zwei goldene Monster. Okay, Freunde, ich hoffe, das wird reichen. Ich würde sagen, so, du, oh ja, der goldene, oh, gegen ihn equipped. Honky Wonky, du gegen ihn, gegen das goldene Monster und du gegen ihn, gegen das Skelett. Und let's go, Freunde, auch wenn er zwei goldene Monster hat, hat er keine Chance. Aber, Junge, seine Armee wird immer und immer krasser. Weiter geht es, mein kleines blaues Männchen. Los, 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 lass uns hier weitere Armeen auf jeden Fall schnappen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was es noch alles in diesem Game so krasses zu erkunden gibt, so der Prankster. Okay, das ist bis jetzt unsere beste Karte, aber Freunde, es gibt noch viel, viel stärkere Karten. Vielleicht wird es ja noch Huggy Wuggy geben oder noch irgendwelche anderen krassen Monster. Oh ja, erstmal würde ich sagen, Huggy Wuggy wird zu einem goldenen Honky Wonky und blub, Damian am Start und Frankie, lang nicht mehr gesehen. Wo warst du, Kollege? Let's go, da haben wir jetzt auch unsere fertige Armee am Start. Und wen hat er jetzt, Freunde? Hat er wieder goldene Monster und er hat, okay, diesmal hat er kein goldenes Monster am Start. So, dann würde ich sagen, goldener Honky Wonky Wonky, der Prankster kommt hier und Frankie, du kämpfst gegen das Pinky Winky, let's go. Und auch hier, oh ja, besiegen wir seine Armee komplett, ey. Und, oh, was wird das für ein nächstes Monster sein, Freunde? Neue Karte. Da haben wir sie schon drüben, Glorious Girl. Ah,
anscheinend hier eine Mädchen oder irgendwie sowas als Monster hier. Und let's go, Glorious Girl. Alles klar, sie ist bis jetzt die allerbeste. Sogar besser als der Prankster. Na, Prankster, guck mal, wer dich abgelöst hat. Du bist nicht mehr das stärkste Monster in deinem Team. Und Hunky Wunky, du sowieso erst recht nicht. Und dann gewinnst du noch hier Pink Winky. Alles klar, jetzt bin ich gespannt. Was kann dieses Mädchen? Was hat dieses Mädchen jetzt auf jeden Fall hier drauf in unserem Team? Die muss ja noch mal krasser sein und noch mehr Punkte haben. Alles klar, zeig, was du drauf hast. Und okay, seine Armee ist trotzdem nicht so gut. Ich würde sagen, hier, wie gefällt dir das hier? Oh yeah, Glorious Girl, let's go. So würde ich sagen, zack und zack, let's go. Sie fighten und ab geht's, Glorious Girl. Bam. Einfach ein Schlag und Frankie lag auf dem Boden. Keine Chance. Level Nummer 18 hat auch angefangen. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir spielen jetzt so lange, bis wir noch ein weiteres Monster freischalten. Und das wird dann das beste Monster im ganzen Game sein, was wir jetzt hier erspielen konnten. Oh, da haben wir sogar hier God Lizard am Start. Schaut ihn mal euch an. Okay, der war auch wirklich sehr, sehr heftig am Anfang. Und yo, was ist das denn für ein riesen Geldstapel? Holy Macaronis. Oh, Honky Wonky, alles klar. Aber was sehen meine Augen der dort hinten, Freunde? Glorious Girl. Und sie können wir jetzt hier verbinden zu einem goldenen Glorious Girl. Oh yeah. Na du? Weißt du, was ich hier im Petto habe? Was hast du? Prankster hat der? Okay, oh, den goldenen Löwen. Ich würde sagen, goldener Löwe kämpft jetzt gegen Glorious Girl. Oh yeah, Freunde. Obwohl, nee, warte mal, Glorious Girl, einen Moment, sorry, du gehörst hier hin. So und so, alles klar. So geht das Ganze besser auf mit den Punkten, dass wir jetzt hier auch bloß keinen Kampf verlieren und ab geht es. Boom. Sein Abi hat keine Chance, ey. Was muss das sich auch bitte denken, ey? Jedes Mal verliert der gegen meine Monsterarmee, aber er gibt nicht auf, Freunde. Niemals aufgeben. Er denkt so, okay, nächsten Fight gewinne ich, nächsten Fight gewinne ich. Ja, und verliert jedes Mal aufs Neue. Alles klar, so, Glorious Girl, mein Lieblingsmonster, du bist jetzt wieder in meinem Team. So, perfekt. Ab geht es, zack. Dann haben wir als nächstes, oh, den Feuerlöwen, der ist ja sowas von schlecht. Den hatten wir nur am Anfang gehabt. Und, okay, für welchen entscheiden wir uns? Wer soll zum Goldmonster sein? Natürlich Glorious Girl. Ein weiteres Mal werden wir sie zu einem Goldmonster hier kombinieren. Sehr, sehr krass. Moin, hast du mittlerweile eine bessere Armee? Okay, okay, okay. Er hat immer die gleichen, Freund. Er hat immer die gleichen. Anstatt, dass er mal eine bessere Armee oder irgendwie sowas sich snackt. Nö, der denkt so, nö, diesmal schaffe ich es mit meiner Armee. Aber, Freunde, wir haben hier goldene Monster. Wir haben Hunky Wunky und alles mögliche am Start, ey. Womit er keine Chance hat. Oh, was wird das jetzt für ein nächstes Monster? Ich sehe ihn schon. Es ist Thorn? Was? Also nicht Thor, sondern Thorn oder wie? Das ist doch Thor, Freunde. Schaut ihr euch mal an. Wow, da haben wir den Equip. Wie heftig sieht der denn aus? Und den Prankster werden wir ausequippen. Zack. Boah, Junge, der sieht ja richtig mächtig aus, wie groß der ist. Der geht hier wie so ein Riese. Bum, bum, bum. Dagegen ist Glorious Girl, glaube ich, gar nichts. Hey, Glorious Girl, na, willkommen im Team, ey. Let's go. Wir haben jetzt hier die neue Karte Thor einfach equipped. Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr krass. Hey, mein Erzfeind, wen hast du denn down? Den Prankster? Okay, 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 ja, alles gut. Aber schau mal, wen ich hier hab. Oh yeah, Thor. Let's go, Freunde. Und dann würde ich sagen, ding, 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 ab geht es. Und wow, mit dem Hammer, Junge. Der hat ihn einfach mit dem Hammer umgeboxt. Ich will aber unbedingt, dass Thor noch zu einem goldenen Thor wird, weil dann haben wir wirklich das krasseste Monster freigeschaltet. Das ist jetzt unser Ziel. Okay, da drüben haben wir schon die erste Karte. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite Karte. Das war wirklich sehr, sehr heftig. So, zack, Mr. Thor, einmal in meine Hosentasche mit Ihnen. Let's go. Okay, wen haben wir da noch? Glorious Girl. Und wir haben ja, oh, dort hinten, es ist Thor. Es ist wirklich Thor, Freunde. Let's go. Das bedeutet, wie wir können jetzt beide Thor zum heftigsten Thor der Welt kombinieren und let's go. Oh, schaut ihn euch mal an. Goldener Thor haben wir jetzt wirklich am Start. Ab geht es. Und er kommt mit seinem gleichen AB noch. Oh, er hat sogar, oh, einen goldenen Zombie. Da würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Aber wir haben Thor mit 300 Punkten am Start und ich würde sagen, Freunde, letzter Fight. Ab geht es. Und ich glaube auch, das sollte kein Problem sein für unsere Monster-Armee. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. Wir haben es jetzt wirklich geschafft, angefangen auch mit kleinen Monstern, die echt eher super schwach waren, haben wir es jetzt wirklich weitergebracht bis zu der stärksten Monster-Armee, die ihr euch jemals vorstellen könnt. Ich meine, guckt euch das mal an. Goldener Glorious Girl und der goldene Thor sogar. Oh yeah, let's go. Wir sind jetzt wirklich unbesiegbar. Unser neuer Hund kommt auf die Welt. Oh Gott. Oh Gott, sieht der hässlich aus. Was für ein Haustier werden wir bekommen? Ab geht es und, oh, er wächst und, oh, so langsam sieht er wirklich aus wie ein richtiger Hund. Und, jawohl, da ist er fertig gewachsen. Wir wählen einen männlichen Hund aus. Wuff, wuff.
Da haben wir unser Haustier, nämlich diesen Hund hier am Start. Und wir werden uns heute mal sein Leben angucken, aber da gibt es einen Haken. Denn wir entscheiden heute alles. Wird er dadurch zum lieben Hund oder zum bösen Hund? Das finden wir heute zusammen heraus. Damit, hey Freunde, schön, dass du da eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal in Dog Life, wo wir uns das Leben von diesem Hund anschauen werden. Und es kann direkt losgehen. Und da ist er am Start. Wuff, wuff. Na, was geht ab? Und, oh, das sind jetzt hier die Menschen am Start. Und die sagen so, hey, komm zu mir. Nee, komm zu mir, komm zu mir. Und wir können uns jetzt für eine Familie entscheiden. Die Smith Family oder die Miller Family. Ich würde sagen, Freunde, wir entscheiden uns für die linke Familie. Oh yeah, yeah, yeah. Haha, die tät's richtig ab. Yeah, yeah, yeah. Der Hund hat uns für uns entschieden. Wie sollen wir dich nennen? Oh, was ist unser Name, Freunde? Warte mal, Charlie? Nee, nee. Das ist schon die erste Entscheidung, die wir treffen können. Wie sollen wir uns nennen? Ich überlege mal. Oh, was haben wir denn im Hintergrund? Ist das etwa ein Kaktus? Dann würde ich sagen, du heißt ab heute. Einfach mal Kaktus. Let's go. Willkommen, Kaktus. Oh ja, Freunde. Ich bin's jetzt. Kaktus. Wuff, wuff. Und ihr seht's. Oh, ich bin jetzt 3 Monate am Start. Und yo, let's go. 3 Monate alt. Renn, renn, renn. Ab geht es. Wir sammeln jetzt hier alle Knochen ein mit meinem Besitzer. Oder der Besitzer bin eigentlich ich. Und jetzt sind wir schon 6 Monate alt mittlerweile. Und Junge, der hat ja richtig Bock, der Junge. Der hat ja gar keinen Bock, mit mir Gassi zu gehen. Alles klar. Mal schauen. Was geht denn jetzt ab? Alles klar. Was sollen wir tun? Entweder wir pinkeln auf den Papa oder in den Garten. Also sind wir ein lieber Hund oder ein böser Hund. Ich würde sagen, Freunde, komm, wir fangen erstmal harmlos an. Wir pinkeln natürlich erstmal in den Garten. Wuff, wuff, wuff. Ich meine, ich bin ja erst neu hier. Wisst ihr, Freunde, dass ich nicht direkt was mache? Und, warte mal, was können wir machen? Ein Foto machen, Katsching. Einmal lächeln. Nicht mal auf der Toilette hat der Ruhe. Alles klar, sehr, sehr gut. Das bedeutet, ja, wir sind schon mal ein guter Hund. Oh ja, Freunde, bis jetzt aber. Die bösen und schlechten Entscheidungen, die treffen wir auf jeden Fall auch noch. Und jawohl, nochmal plus 3 Monate. Und jetzt sind wir 9 Monate alt schon. Und der Kollege hat immer noch keinen Bock. Und der ist auch gar nicht gewachsen in den 3 Monaten. Und oh, was geht denn jetzt ab, Freunde? Alles klar. Ich glaube, wir sollen die alleine lassen, Freunde. Ha, da sind die beiden zu zweit auf dem Bett auf jeden Fall am Start. Der Hund, guck mal, der guckt einfach zu. Der denkt sich so, jo, was mache ich jetzt? Entweder wir schließen unsere Augen oder gehen weg. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir schließen unsere Augen. Ihr macht das schon und... oh Gott, Mama Mia. Was geht denn da ab? Alles klar. Okay, braver Hund steht schon oben. Bis jetzt sind wir auf jeden Fall hier ein lieber Hund am Start. Ihr seht es oben rechts, ey. Oh ja, und unten oben links ist noch gar nichts. Also wir sind noch kein Stück böse. Und jo, alles klar. Jetzt ist er auf jeden Fall gewachsen hier. Was geht denn da ab? Ab geht es. Und wieso sind wir nicht gewachsen? Von mir ist auf einmal doppelt so groß geworden. In ein paar Monaten. Und ein Jahr. Das erste Jahr ist um. Und oh, wir können uns hier... Warte mal, Freunde, was können wir uns hier gönnen? Ah, guck mal, wir können unsere Hütte einfach hier upgraden. Let's go, guck dich das ganz mal an. Oder hier eine Play-Area holen und ein bisschen Dekoration. Oh ja, das sieht doch aus wie das richtige Hundeparadies. Alles klar, ab geht es. Ein Jahr sind wir mittlerweile alt geworden. Und was passiert jetzt? Und wow, Batsch. Der hat uns ein Bein gestellt. Hey, kommt her. Ich leg mich durch an. Aua, aua, aua. Oh Gott, Junge, wir werden vermöbeln. Okay, entweder wir beschützen unseren Besitzer und sind ja lieber Hund. Oder wir machen mit. Warte mal, Freunde. Wir machen einfach mal mit und komm her. Der Hund schlägt einfach auch auf ihn ab. Oh mein Gott. Böser Hund. Alles klar. Das war die erste böse Entscheidung, die wir jetzt hier getroffen haben. Alles klar, wir haben einfach unseren Besitzer mitgeholfen, ihn zu verkloppen. Okay. Weiter geht's. Und oh, okay. Wir haben jetzt hier 3 Hunde vor uns. Welche Entscheidung müssen wir jetzt treffen? Willst du deinen Hund ändern? Nee, danke. Alles gut. Ich habe meinen Hund. Als ob man einfach während dem Gassi einfach mal seinen Hund wechselt. So geht das doch nicht, Freunde. Und da sind wir 3 weitere Monate alt geworden. Sehr, sehr gut. Und natürlich können wir auch hier wieder was upgraden. So, unser Zuhause. Zack. Jawohl. So sieht das Ganze doch schon viel, viel besser aus. Okidoki. Und oh, wir sind jetzt hier, oh, beim Tierarzt angekommen.
gekommen. Ey, ich habe mich einfach runtergeschubst. Habt ihr das gesehen? Mal schauen, was ich habe. Und yo, was ist das für eine Riesenspritze? Alter Schwede. Okay, entweder bleiben wir ruhig und sind ein lieber Hund oder versuchen wir zu entkommen. Wir probieren zu entkommen und einmal lächeln. Katsching. Oh. Oh mein Gott. Okay, was müssen wir jetzt tun? Und wir müssen entkommen. Hä? Wir sind voll dagegen gerannt. Alter Schwede. Okay, wir müssen jetzt hier vorbei und ab geht es. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind dem Arzt entkommen und damit sind wir ein böser Hund geworden. Oh. Oh yeah, alles klar. Weiter geht es, weiter geht es. Und oh, was ist denn jetzt los? Hey, bist du in Hundekacke getreten oder was? Okay, oh, wir müssen jetzt Fragen beantworten. Was ist der am meist entwickelte Sinn eines Hunds? Entweder, das Riechen, das Sehen oder das Hören. Oh Gott, Freunde. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die können ja eigentlich alles relativ gut. Ich würde sagen, Riechen vielleicht und jawohl, richtige Antwort. Alles klar. Okay, wie viele Zähne haben erwachsene Hunde normalerweise? 145? 42 oder 26? 145 niemals, oder Freunde? So viele? Ich sag mal 42. Jawohl. Sehr, sehr gut. Und wie alt war der älteste Hund, als er gestorben ist? Okay. 17, 29 oder 53? Okay, 53 würde ich nicht sagen. Ich sag mal 17. Und was war's? Nein, aber immerhin, okay, immerhin, Freunde, 2 von 3 fangen richtig beantwortet, sehr, sehr gut. So, und jetzt geht's weiter. Los, ich muss Gassi gebracht werden. Oh, meine Besitzer sind also am Duschen gerade, alles klar. Was macht denn dein Hund? Entweder den Vorhang ziehen oder das Tuch wegziehen. Ich würde sagen, das Tuch, das gehört jetzt mir. Tschüss, schnell weg, Gassi, verfolge mich einfach. Oh mein Gott, ey. Hol mir einen Drink. Warte mal, bin ich ein Diener oder was? Alles klar, ich glaube, ich bin dein Diener. Der wird schon sehen, wie der mich behandelt. Oh, Chili-Soße haben wir am Start. Okay, entweder wir holen ihm einen Drink oder wir holen ihm Milch. Okay, ich würde sagen, Freund, wir holen mal einen Drink und sind böse. Und was holen wir ihm raus? Und yo, wir holen ihm einfach irgendwas anderes raus hier. Ich glaube, oh Gott, hier, lass es dir schmecken. Und ihm gefällt es trotzdem. Alles klar. Und 2 Jahre alt sind wir mittlerweile geworden. Sehr, sehr gut. Was möchtest du als Geschenk haben? Okay, entweder Spa oder, okay, oder Hot Tub. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, beides sind gute Entscheidungen, die man treffen kann. Ich will erstmal, wow, yeah, im Swimmingpool ein bisschen chillen. Yeah, Junge, der lässt sich aus auf jeden Fall gut gehen, der Hund. Ab geht es. Und, yo, wir müssen jetzt hier, oh, den Knochen fangen. Ab geht's. Hä, mein Knochen, mein Knochen, mein Knochen. Und da haben wir ihn eingesammelt. Let's go, und jetzt wieder zurückbringen. Oh nein, voll in die Bank gelaufen. Oh Gott, alles klar. Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon. Ja, ja, ja. Und da sind wir angekommen. Und hier, bitteschön. Jawohl, der tanzt richtig ab. Yeah, yeah, yeah. Sehr, sehr gut. Den Hund, den Knochen haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Sehr, sehr gut. Weiter geht es. Wir müssen hier weiter wachsen als Hund und noch älter werden. Und wir können sogar hier unten, oh mein Gott, ihr seht es, wir können verschiedene Outfits haben. Warte mal, wie ist das denn? Ich bin jetzt Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Oh ja, guckt euch das ganz mal. Einfach ein Spider-Hund. Und dann können wir doch hier so die Play-Area. Boom. Hier, let's go. Hier nochmal upgraden. Alles klar. Und wir kommen jetzt sofort als Spider-Man-Hund. Wie sitze ich denn da? Kommen wir zur nächsten Entscheidung. Wir gehen in Urlaub. Packt eure Sachen und Urlaub. Jawohl, ab geht es. Können wir sogar ein Foto machen. Katsching. Ja, der Hund freut sich auf jeden Fall. Und alle am Updaten, Junge. Diese Familie. Und okay, alles so in den Koffer packen. So, hier, zack. Let's go. So, hier wird nochmal was reingepackt. Perfekt. Und du kommst in die Mitte. Jawohl. Der Koffer ist gepackt. Und da gucken wir raus. Aus dem Flugzeug hier raus. Tschüss. Wie auch immer wir dazu winken. Und da fliegen wir jetzt hier. Ab in den Urlaub. Oh ja, es geht los. Sehr, sehr gut. Und ein Fragezeichen war da irgendwie sowas. Oh, ein Quiz. Alles klar. Was ist die kleinste Rasse eines Hundes? Pack? Chihuahua oder Toy Pudel? Warte mal, wir nehmen den Chihuahua. Ja, alles klar, das ist ein sehr kleiner Hund. Okay, welche Rasse von einem Hund ist der Liebling von Queen of England? Shih Tzu, Corgi oder Pomeranian? Ich glaube, Corgis. Jawohl, die Corgis sind am Start. Von wo kommen Shiba Inus? China, Korea oder Japan? Oh Gott, Freunde. Korea? Nein! Schon wieder 2 Fragen nur richtig beantwortet. Aber komm mit Spider-Man-Hund. Alle sind am Schlafen. Oh! Ist das ein Einbrecher? Das sieht nach einem Dieb aus, oder, Freunde? Und wir müssen wahrscheinlich jetzt das Haus hier als Wächter beschützen. Junge, was für ein Megasprung das war. Oh Gott. Und, oh, wir haben es anscheinend also gemerkt hier. Ja, ja, ja. Und, oh, alle sind am Schlafen.
aber der Hund ist wach. Okay, entweder wir wecken sie auf oder wir greifen ihn an. Ich würde sagen, Freunde, wir greifen ihn an. Los, Zugriff, schnapp zu. Jawohl, und ein Foto machen wir, Freunde. Sehr, sehr gut. Und da sind sie aufgestanden. Ja, lass dich hier nie wieder blicken. Und wir sind 3 Jahre alt mittlerweile geworden. Und da sind wir im Urlaub, also am Start. Okay, entweder wir sonnen uns schön oder wir graben ein Loch. Ich würde sagen, wir graben uns ein Loch. Ab geht es. Los. Und, okay, was macht ihr jetzt, Freunde? Der wirft die ganze Zeit auf die Leute drauf. Oh ja, frisst das. Die sind voll mit Sand, ey. Ich glaube, deren Urlaub haben wir wirklich total vermiest, ey. Was sind wir bitte für ein böser Hund? Wir treffen wirklich nur die schlechtesten Entscheidungen, die es hier gibt. Aber somit machen wir jetzt auch wirklich hier den bösesten Hund, den es gibt. Alles klar. Und da sind wir im Hotdog-Stand am Start. Und, da küssen sich die beiden. Und entweder wir sagen es Mama und sind ein lieber Hund. Oder wir greifen die Frau an. Ich würde sagen, Angriff, los, Spider-Hund. Und schnapp zu. Alter Schwede, Foto machen erstmal. Und da rennt sie weg. Oh Gott, ey. Die Armen. Wir können uns inzwischen hier die Dekoration nochmal upgraden. Hier unser Zuhause nochmal upgraden. Und die Play-Area, damit das Ganze noch größer und schöner und bunter aussieht. Perfekt. Und wir kommen direkt, zur nächsten Szene. Und was geht denn jetzt ab? Neuer Hund. Wir lernen deinen neuen Bruder kennen. Entweder wir spielen mit ihm oder wir greifen an. Ich würde sagen, Angriff. Let's go. Okay, ganz vorsichtig. Schleichen wir uns an ihn dran. Freunde, der neue Hund. Und wir bellen ihn komplett voll. Der Arme, der ist schon komplett eins. Der kommt gerade zu Hause an. Und ich bell ihn direkt schon ein, ey. Junge. Und da ist der neue Welpe von meiner Familie. Wie sehen wir denn aus? Oh, mir gefällt das wirklich ganz und gar nicht gut. Okay, entweder wir kuscheln mit ihm und sind ein lieber Hund. Oder wir greifen ihn an. Ich würde sagen, Freunde, okay, rechts muss man eine Werbung schauen. Deswegen würde ich sagen, komm, wir kuscheln mal mit ihm mit und alles. Und sind heute mal eine lieber Spider-Man-Hund. Hey, und die denken ja auch nur so, hä? Seit wann bist du überhaupt ein lieber Hund? Was ist denn los mit dir? Oh ja, aber nur heute. Ab morgen bin ich wieder ein böser Hund. Und ein weiteres Quiz haben wir am Start. Alles klar. Wie nennst du die Mischung aus einem Pug und einem Beagle? Puggel, Bug oder Piggy? Ich sage mal Puggel. Oh, okay. Richtig geraten. Welche Rasse von deinem Hund ist die intelligenteste? Labrador, Border, Collie oder Golden Retriever? Ich würde sagen, Freunde, Golden Retriever? Nein. Alles klar. Welche Hunderasse ist bekannt dafür, eine schwarze Zunge zu haben? Oh Gott, Freunde, ich weiß nicht. Chauf, chauf. Jawohl. Alles klar, wieder 2 Fragen richtig beantwortet. Und jawohl, wir sind mittlerweile 4 Jahre geworden. Wir sehen zwar immer noch aus wie am Anfang, aber wir sind 4 Jahre und... Oh, es ist Weihnachten anscheinend. Katsching, erstmal ein Foto machen. Sehr, sehr gut. Und oh, welches Geschenk sollen wir nehmen? Links, in der Mitte oder rechts? Ich würde sagen, Freunde, wir entscheiden uns für die goldene Mitte. Alles klar, komm schon. Ich hoffe, irgendwas Gutes wird drin sein. Was wird sie dem Geschenk... Wow, verbirgen. Was? Ein riesengroßer Knochen. Junge, wie hat er überhaupt in das Geschenk reingepasst? Also ich weiß zwar nicht, ob wir das Ganze verdient haben, dafür, dass wir so ein unartiger Hund waren, aber naja. Tschüss, Schatz. Alles klar. Er verlässt jetzt hier das Haus. So, tschüss, wuff, wuff. Und, entweder wir sind lieb und schließen die Tür oder wir sind böse und gehen raus, würde sagen, Freunde, ab geht es nach draußen. Los. Und erstmal ein Foto machen. Tschüss. Wieso können wir eigentlich die ganzen Fotos machen? Bringt uns das was? Und, wer ist das denn? Ein neuer Hund. Und, wir haben uns verliebt. Entweder wir riechen, warte mal, wir riechen an ihm? Nee. Oder wir küssen ihn, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen für den Kuss drauf. Und wir haben uns verliebt. Jawohl, ab geht es. Leute, weggucken. Da sind wir auf jeden Fall jetzt hier mit einer Hündin am Start. Oh ja, die wir jetzt hier draußen kennengelernt haben. Und mal schauen, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Und geh nach links. Alles klar, ja, nach links. Hier, ich drehe mich im Kreis. Und jetzt und spring. Alles klar, ja, ich springe und guck mal, was ich hier alles drauf habe. Schlaf. Warte mal, ich bin aber gar nicht müde. Naja, okay. Dann müssen wir anscheinend schlafen. Er macht das. Und jawohl, okay. Anscheinend waren wir ein braver Hund. Jawohl, okay. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Aber wir hatten ja auch keine andere Wahl gehabt. Und, es geht weiter. Möchtest du auf ein Date gehen? Haben wir sie gefragt. Und sie sagt ja. Jawohl. Wuff, wuff, sagt sie. Okay. Entweder wir gehen auf ein Picknick oder, ein Candlelight-Dinner. Ich würde sagen, Freunde, wir machen was richtig Romantisches. Komm mit. Ich hab da was vorbereitet.
Wuff, wuff. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Wie gehen zwei Hunde jetzt auf ein Date, vor allem auf ein Candlelight-Dinner? So sitzen sie da. Guckt euch das ganz erstmal ein Foto machen. Cheese. Und, Junge, ich bin richtig begeistert von ihr. Oh ja. Unsere Augen sind ja schon förmlich rausgesprungen. Und da sind wir 5 Jahre schon mittlerweile geworden. Sehr, sehr gut. Okay, lass uns mal hier weiter was upgraden. So, unser Zuhause muss größer werden. Die Play Area und die Dekoration. Ab geht es. Sehr, sehr gut. Und jetzt kann es in unserem Spider-Man-Kostüm hier weitergehen. Und da sind wir am Start, Freunde. Yeah. Da haben wir uns auf jeden Fall hier verliebt. Und oh, da ist ein anderer Freund. Ich glaube, er ist auch in sie verliebt. Und hey, was ist denn hier los? Entweder wir verteidigen unsere Freunde oder wir gehen einfach weg. Okay, ich würde sagen, Freunde, links müssen wir Werbung gucken. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach wegzugehen. Und vorher, was passiert jetzt? Wir gehen weg. Und was? Er hat unsere Freundin, er hat unsere Hundefreundin einfach geklaut. Und wir sind jetzt wieder einsam und alleine. Und ein Quiz. Was ist der Name für die Phobie von Hunden? Zynophobia? Eilorophobie oder Akrophobie? Ich würde sagen Zynophobie. Alles klar, habe ich noch nie gehört, aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Was ist eine Gruppe von Babys? Wie nennt man eine Gruppe von Babys? Ein Schwarm, Shoal oder Litter? Schwarm? Nee, alles klar. Durch welches Körperteil schwitzen Hunde? Ohren, durch die Pfoten oder durch den Rücken? Ich würde sagen, Freunde, Pfoten? Jawohl, alles klar. Und wieder, alles klar, wieder 2 Fragen beantwortet. Und es kann weitergehen. Und oh, ein Zaubertrick. Okay, wir müssen smack in der Mitte, Freunde. Ja, in der Mitte, ich weiß schon Bescheid. Los, los, los. Und okay, jetzt ist es links. Okay, sie dreht weiter. Rechts ist es. Immer schön drauf achten. In der Mitte. Nee, ist es immer noch in der Mitte. Und in der Mitte. Wuff, wuff. Mitte. Da. Genau. Jawohl. Sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft. Easy. Und da ist hier er wieder am Start. Und was? Du bist eingeladen zu einer Dog-Show? Also zu einer Hundeshow? Und welches Kostüm nehmen wir? Das Löwenkostüm oder das Teufelskostüm? Wir entscheiden uns fürs Teufelskostüm. Und yeah, das ist einfach so eine Hundeshow. Einfach so eine Modeshow für Hunde. Viel lustige Sache. Ey, Alter, gibst du was in echt? Das wäre mega cool. Und, hä? Haben wir noch unser Date? Ist das noch unsere Hundefreundin oder irgendwie sowas? Lass uns losgehen und ein bisschen Spaß haben. Oder ist sie wieder zurückgekehrt und so hat sie keine Lust mehr auf den anderen? Erstmal, oh, warte mal, gebe deinem Kind einen Namen. Warte mal, haben wir jetzt ein Kind am Start? Warte mal, wir heißen Kaktus und wir nennen unser Kind einfach, Kaktus, 2. Ja, das ist ein guter Name. Willkommen, Kaktus 2. Oh, ja, hä? Aber haben wir jetzt ein Kind oder? 6 Jahre sind wir auch mittlerweile geworden. Ja, so langsam werden wir auch immer älter hier in dem Leben als Hund. Und okay, was haben wir jetzt für eine Entscheidung? Entweder wir machen auf die Straße oder wir sind ein braver Hund und machen zu Hause. Ich würde sagen, wir machen natürlich auf die Straße einfach. Oh ja, so hat keiner gesehen. oh Gott, er ist voll drauf aufgerutscht. Jeez, einfach ein Foto gemacht von ihm. Hier die Dekoration können wir, bam, 2-mal abgehen. Yo, wir haben jetzt so einen Regenbogenhund oder sowas als Statue. Es wird wirklich immer und immer größer, unser Hundeparadies. Und, alles klar, wir sollen jetzt zu unserem Hundebesitzer gehen. Alles klar, tut mir leid, lass mich einmal durch, ich muss hier einmal durch, ich bin ein Hund, ja. Und können wir nicht irgendwie ein bisschen rennen? Los, schneller. Alter, hier gibt es eine richtig fette Party oder irgendwie sowas ab. Hey Leute, kann ich bei euch mitmachen? Nee, wir müssen natürlich, jawohl, zu unserem Besitzer hier gehen. Ab geht es und da sind wir bei ihm angekommen. Yeah, was geht ab? Komm, Party. Ja, er ist immer am Tanzen, egal was ist. Und Fragezeichen, das bedeutet, Freunde, es ist Zeit für ein weiteres Quiz. Oh ja, Hunde können nur in schwarz und weiß sehen. Warte mal, wahr, falsch oder Hunde können gar nicht sehen? Also ich weiß nicht, Freunde, ist das wahr? Ich würde sagen, es ist wahr und nein. Das war eine verschenkte Frage, muss ich sagen. Natürlich können sie in Farben eigentlich sehen. Naja, ist auch egal. Wir vergessen die Frage. Was ist der gewöhnlichste Befehl, der Hunden beigebracht wird? Sitz? Bleib stehen oder schlaf? Also schlaf nicht. Ich würde sagen Sitz, oder? Jawohl, Sitz. Okay, nach wie vielen Wochen werden Welpen geboren? Nach 22, 4 oder 9? Ich würde sagen, Freunde, 9 Wochen. Jawohl. Und wieder 2 von 3 fahren richtig, ey. Und da sind wir mittlerweile 6,5 Jahre geworden hier. Und, oh, was habe ich denn jetzt hier gesehen? Und,
Das sind Babyhunde oder irgendwie sowas. Alter, sind die klein und das sind Welpen. Okay, entweder wir verstecken die Hunde oder wir greifen den Mann ein. Ich möchte wirklich deine Welpen adoptieren, sagt dieser Mann. Ich würde sagen, wir greifen ihn an. Hier wird nichts adoptiert und bam. Sie haben ihn einfach voll angegriffen, ey. Und yeah, da sind wir mit meiner Gang im Park hier am Start. Lass uns losgehen und ein bisschen Leute anbellen. Einfach so, ja, wieso nicht? Okay, entweder wir machen mit oder wir sagen, wir hören auf. Nein, wir joinen ihn natürlich und machen mit. Und wir bellen einfach auf Leute. Guckt sich das mal zu. Und tschüss, einmal ein Foto hier gemacht. Uiuiui, böser Hund. Und wir sind jetzt hier draußen. Oh, im Swimmingpool. Und da ertrinkt einer. Okay, entweder wir retten und den Besitzer oder wir essen sein Essen. Ich würde sagen, ach, du kannst warten, Kollege. Halt noch ein bisschen durch. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Hotdog. Wir essen einfach sein Hotdog einfach aus, während er am Ertrinken ist. Und, wow, Alter, was geht denn da ab? Junge, das, Hallöchen. Unser Besitzer ist wieder hier zurück am Start. Und was ist das denn hier? Okay, eine Belohnung kriegen wir. Entweder wir betteln wie ein braver Hund nach der Belohnung oder wir schnappen uns das Ganze, indem wir ihn einfach ausnocken oder so. Und bam, gib mir meine Belohnung her, mein Leckerli. Und da liegt auf dem Boden. Oh, das schmeckt aber lecker. Wo sind wir denn jetzt? Im Klavierunterricht oder irgendwie sowas? Alles klar. Ich habe eine Ankündigung, sagt der Kollege. Und willst du mich heiraten? Oh mein Gott, er macht dir einfach einen Heiratsantrag. Ja, möchte ich. Sie hat ja gesagt, yeah, alle jubeln. Und wir stehen da also und denken so, Alter, wo bin ich hier gelandet, verdammt nochmal. Okay, entweder wir sind ein braver Hund und geben ihnen Blumen oder wir beenden ihre Hochzeit. Ich würde sagen, Freunde, schaut euch mal diesen bösen Blick an. Wir beenden das Ganze. Oh, und... Oh, sorry, lalalala. Was? Wir haben einfach ihre Perücke geklaut. Also mich als Hund möchte wirklich keiner haben. Hier und alles klar. Das nächste Quiz diesmal, Freunde, komm. 3 von 3 Fragen richtig beantworten. Welcher Hund jodelt anstatt zu bellen? Warte mal, jodeln? Es gibt einen jodelnden Hund? Baseni, Kommunter oder Otterhund? Ich nehme den Otterhund und alles klar, das war's mit den 3 von 3 richtigen Fragen. Dalmatinas sind mit Flecken geboren. Ja, das ist... Hä? Nicht richtig? Dalmatiner haben doch solche schwarzen Flecken oder eben nicht? Okay, vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden. Welche Hunderasse hat eine Felltextur, welche so ähnlich ist wie das menschliche Haar? Brüssels, Griffin, Smooth, ich würde sagen, wir nehmen die Mitte. Jawohl, Freunde, hat ja gut geklappt. Bitte 3 Fragen zu beantworten. Einfach keine Frage. Frage richtig beantworten. Komm mit, Hund. Wir haben nichts gesehen. Alles klar. Wir gehen hier weiter, Gassi. Lass uns mal hier mein neues Outfit gönnen. Was haben wir denn noch am Start? Oh mein Gott, das sieht cool aus. Für 1000 Knochen. Ach ja. Ach, hallo, schönen guten Tag. Jetzt sind wir in so einem richtigen Anzug einfach am Start. Guckt euch das Ganze mal. Oh, jawohl. Passend zur Hochzeit. Perfekt, Freunde. Wir haben uns perfekt zur Hochzeit gekleidet. Jawohl. Dö. Schaut euch das Ganze an. Ich wusste das gar nicht mit der Hochzeit, ey. Das hat wirklich ein A gepasst und wow, sind wir runtergefallen oder wie? Da heiratet jetzt auf jeden Fall unser Besitzer. Oh, was ist das denn? Hä? Eine fliegende Uhr oder irgendwie sowas? Und was? Jawohl, unser Besitzer ist älter geworden. Let's go, und größer geworden. Die Zeit geht natürlich nach und nach rum und mittlerweile sind wir sogar 8 Jahre einfach. Junge, ich habe mich echt jung gehalten, muss ich sagen, für 8 Jahre. Und ja, sie haben sogar ein Baby bekommen, Freunde. Sie haben jetzt geheiratet und haben ein Baby bekommen. Entweder wir kuscheln mit dem Baby oder wir klauen sein Spielzeug. Ich würde sagen, los, klau sein Spielzeug. Oh mein Gott, Freunde. Und los, schnapp zu. Jawohl, Foto machen. Oh Gott, das arme Baby. Wir haben einfach sein Spielzeug geklaut. Wir werden wirklich immer und immer frecher. Ich glaube, bald kriegen wir noch eine Strafe oder irgendwie sowas dafür. Okay, jetzt ist die Entscheidung. Wen magst du mehr? Vater oder Mutter? Ich würde sagen, Freunde, beide Entscheidungen können nur richtige Entscheidungen sein. Wir entscheiden es aber mal für die Mutter. Ich mag dich mehr. Ja. Gib mir Leckerli jetzt endlich her. Und was hat er denn jetzt da am Start? Oh, er geht ans Handy dran und ist gerade am Telefonieren und ich möchte spielen, denke ich gerade, aber er hat keine Zeit für uns. Alles klar, welche Entscheidung müssen wir jetzt als Hund hier treffen und oh, sie ist da.
Alles klar. Nein, 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 ich möchte aber mit dir spielen. Hallo? Bitte? Nee? Alles klar. Okay, er nimmt sich nicht für uns die Zeit. Das wird auf jeden Fall Rache geben. Er geht lieber hier spazieren mit wem anders. Okay, entweder wir zerstören sein Zimmer oder wir legen uns schlafen. Okay, Freunde, wir können zu schlafen legen, weil wir sonst Werbung gucken müssen. Ach, hast du noch mal Glück gehabt. Ich lege mich schlafen. Ach, in meinem schönen Anzug hier. Und erstmal ein Foto machen, einmal lächeln. Und da schlafen wir tief und fest. Braver Hund. Ja, wir müssen auch mal ein braver Hund sein. Aber jetzt müssen wir mal wieder eine böse Entscheidung treffen. Eine Katze! Oh oh, Freunde. Hund und Katze, das sind ja nicht die besten Freunde. Entweder, was? Wir können nur schlechte Entscheidungen treffen. Wir pinkeln auf sie oder wir attackieren sie. Ich würde sagen, Freunde. Ab jedes Freund. Wir stellen uns vor sie. Und jetzt würde ich sagen. Frisst das! Alter Schwede, die Katze vermöbelt uns. Junge, die verscheucht uns. Die Katze hat einfach den Hund verscheucht. Ich glaube, das hätten wir nicht machen sollen. Nächstes Quiz ist am Start, Freunde. 2020, was war in dem Jahr der beliebteste Hundename? Bella, Cooper oder Max? Bella, Freunde? Jawohl, okay. Richtig beantworten. Was ist die beliebteste Rasse in den USA? Beagle, French Bulldog oder Labrador? Ich würde sagen, Freunde, Bulldog? Nein, alles klar. Welche Hunderasse? Wird übersetzt mit Curly Lapdog. Beitschen, Fries, Bulldog oder Husky? Jetzt Bulldog? Immer noch nicht. Alles klar. Eine Frage nur richtig beantworten. Alles klar. Das geht auf jeden Fall besser. Und was geht denn da? Da wollen wir, glaube ich, wieder spielen oder irgendwie sowas. Ja, fange deinen Bruder. Oh, komm her, komm her. Komm, ich krieg dich, ich krieg dich. Let's go. Wir spielen jetzt hier ein bisschen fangen. Oh, jetzt hier links ausweichen. Wow. Ab geht es nach rechts. Hey, wir kriegen dich. Ich krieg dich, ich krieg dich nur. Bleib stehen. Ich bin schneller. Oh, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ey, der ist viel zu schnell. Der ist viel zu schnell. Auf die Couch und jawohl. Haben wir ihn gefangen? Und jawohl, okay. Wir haben ihn gefangen. Und da geht hier unser Besitzer hier spazieren. Und oh, er krault mich und ich denke so, oh, riecht der eklig. Alles klar, entweder wir riechen weiter oder wir probieren zu entkommen. Ich würde sagen, wir rennen weg, du stinkst. Da denke ich auch nur so, Alter, was geht jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Aber was kann ich dafür denn, wenn er am Stinken ist? Okay, lass uns mal ein weiteres Mal hier unser Zuhause. Oh mein Gott, Upgrade. Was haben wir denn für eine riesengroße Hundehütte? Okay, das Upgrade hat sich ja mega gelohnt. Und, oh, was geht denn jetzt ab? Der Krankenwagen ist hier am Fahren. Und um wen geht es? Und, oh nein, ist das mein Besitzer oder irgendwie sowas? Oder wer ist das, Freunde? Auf jeden Fall kommt wer ins Krankenhaus. Ja, das ist doch hier unsere Besitzerin, die ins Krankenhaus muss. Okay, entweder wir bleiben mit unserem Besitzer oder wir spielen mit unseren Welpen. Ich würde sagen, Freunde, wir spielen einfach mit unseren Welpen. Sorry, ich muss los. Tschüss. Und gehen einfach nach draußen und spielen einfach hier mit den anderen Hunden. Junge, Junge. Wir müssen trinken. Gluck, 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 gluck. Wir trinken. Aber nur, wenn er nicht hinguckt, Freunde. Oh! Lalalala. Und weiter geht es. Trink. Oh, wir haben es gleich ausgetrunken, Freunde. Komm schon, noch ein bisschen. Und jawohl. Wir haben es einfach ausgetrunken, während er nicht hingeschaut hat. Und es gibt ein weiteres Hundequiz. Komm schon, Freunde. 3 von 3 Fragen richtig beantworten. Okay. Von wo kommen Rottweiler ursprünglich? Frankreich, Deutschland oder Indien? Also Indien würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Frankreich. Nein. Was, Deutschland? Ich weiß nicht. Wer hatte 2 Hunde besessen, die Sunny und Boo hießen? Oh Gott, Freunde, davon habe ich keine Ahnung. Madonna? Nee, war anscheinend falsch. Was ist der Name von Scooby-Doo's Nephew? Scooby-Poo? Scooby-Few? Scrappy-Doo? Alles klar, okay. Immerhin eine Frage richtig beantwortet, ey. Und weiter geht es. Und wir heiraten einfach. Ha. Sleep du. Nimmst du sie zu deiner Frau? Entweder sage ich ja oder ich sage, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Was? Ist das dein Ernst? entweder ich mache Spaß oder rennen wir einfach weg, Freunde. Komm, ich würde sagen, ich mache nur Spaß. Alles gut. Damit die beiden sich auch mal vertragen und hier heiraten. Ich werde sich hier nicht die ganze Hundehochzeit zerstören. Ein bisschen können wir uns ja hier noch benehmen, muss ich sagen. Aber das reicht doch erstmal wieder mit dem Benehmen. Deine Frau muss gehen. Sie ist zu viel. Entweder wir kämpfen für sie oder wir lassen uns scheiden. Okay, Freunde, ich würde sagen, komm, wir lassen uns einfach scheiden. Okay, es reicht. Los, geh aus meinem Haus raus.
So, lass mal hier weiter was upgraden. Hier die Play Area. Oh ja, können wir hier upgraden. Ab geht es. Sehr, sehr gut. Und okay, was gibt es jetzt zu tun? Oh, Alter, wir zerstören hier alles. Oh mein Gott, wir zerstören hier wirklich alles. Die ganzen Kisten und alles Mögliche. Wird hier auf der Wüste. Was geht denn ab? Wer hat die Vase zerbrochen? Also entweder ich tue so, als wäre ich nicht mehr am Leben und stelle mich tot. Oder ich schieb die Schuld auf meinen Bruder. Das war der da. Ich habe nichts getan. Er kann nicht mal so hoch springen, sagt er. Ja, ich glaube, da hast du mich erwischt. Okay, er hat uns unsere Lüge nicht geglaubt. Du bist alt genug. Es ist Zeit, dass du einen Job bekommst. Warte mal, was? Ich bekomme einen Job? Okay, entweder als Polizeiofficer oder als Priester. Ich würde sagen, Freunde, wir nehmen den Polizeiofficer. Und jawohl, wir sind jetzt als Polizei unterm Start und sorgen für Recht und Ordnung. Ja, weil wir mittlerweile alt genug sind. Oh ja. Und wer ist das denn? Warte mal. Oh, das ist unser Kind oder irgendwie sowas. Und warte mal, er hat eine neue Freundin, eine Katze. Entweder sagen willkommen oder wir lehnen das Ganze ab. Ich würde sagen, nein, du kommst nicht mit deiner Katze zusammen. Und miau, miau, miau. Da ist sie auch direkt wieder weg. Was sind wir denn bitte für ein Hundepapa? Aber als ob der auch eine Katze einfach als Freundin hatte. Naja, wieso nicht? Okay, es ist Zeit für nächstes Quiz, Freunde. Oh ja, yeah. Welcher US-Präsident war der einzige US-Präsident, der keinen Hund hatte? Oh Gott, Freunde, ich weiß nicht. Ist es Trump? Jawohl, okay, er hat keinen Hund. Wie viele Hunderassen gibt es? 100, 400 oder 800? Ich würde sagen, Freunde, 400? Jawohl, 2 von 3 richtig. Okay, was ist die größte Hunderasse? Great Dane? Irish Wolfhund oder Border Collie? Warte mal, ich habe noch von nichts gehört. Ich würde sagen, es ist Great Danny. Nein, und schon wieder nur 2 richtig beantwortet. Mann, ey. Naja, und jawohl, endlich wird mein Geburtstag gefeiert. Ich hab's mir vorher gewünscht. Entweder wir bedanken uns oder wir sagen, es ist nicht mein Geburtstag. Ich würde sagen, wir entscheiden uns natürlich für das Böse. Es ist nicht mein Geburtstag, verdammt doch mal. Und die gucken sich an und denken so, Mama Mia, was haben wir getan? Und die ganze Stimmung ist komplett im Eimer. Meinst du das ernst? Ich mach nur Spaß. Danke an jeden. Oder mein Geburtstag ist nächsten Monat. Ich würde sagen, Freunde, komm, ich mach Spaß. Danke für alle und machen die weiter mit der Party? Alles klar, nee, ich glaube, die haben keinen Bock mehr auf mich. Die haben keine Lust mehr auf meine Späße. Aber mein Geburtstag wurde immerhin gefeiert. Oh, warte mal, er ist schon wieder am Start mit der Katze. Ich gehe auf die Toilette, ich bin in 5 Minuten wieder da. Ja, geh nur, mein Sohn. Der einzige Grund, wieso ich deinen Sohn date, ist... Warte mal. Was? Was meinst du? Red weiter, Katze. Was ist der einzige Grund? Wird sie es mir jetzt sagen? Warte mal, wir machen erstmal ein Foto, okay, und... Du siehst so gut aus. Warte mal, hä? Was, die Katze ist nur mit meinem Sohn zusammen, weil sie in mich verliebt ist? Okay, entweder... Was, wir lassen die Katze weggehen oder wir klauen einfach die Freundin von unserem Sohn. Ich würde sagen, Freunde, wir entscheiden uns für das Schlechte natürlich und was? Oh mein Gott, das geht wirklich ganz und gar nicht. Unser armer Hundesohn. Oh mein Gott, ein Dieb. Hat einen Welpen geklaut von uns. Entweder wir retten unser Kind oder rufen die Polizei. Ich würde sagen, wir retten unser Kind. Ab geht es. Hier können wir nur gute Entscheidungen treffen. Los, los, los. Hinterher. Ich meine, ich bin ja auch ein Polizeihund. Gib mir Geld. Wenn du nicht angegriffen werden willst. Okay, entweder wir geben ihm Geld oder Superhero-Attack. Ich würde sagen, wir geben ihm das Geld. Hier hast du dein Geld und, warte mal, hier, los. Und jetzt lass meinen Welpen gehen. Und, jawohl, wir haben ihn gerettet. Von wo immer wir das Geld jetzt haben. Und, oh, oh. Da ist auch die Polizei am Start. Was machen die beiden? Streiten die sich und... Oh, ich möchte eine Scheidung, sagt sie. Oh ja, das sieht wirklich nach einem Streit aus. Meine Hundebesitzer streiten sie jetzt einfach. Meine Frau hat mich verlassen. Krieg ich Hundefutter? Leckerli? Irgendwas, bitte? Entweder wir beruhigen ihn und zusammen mit einem lieber Hund... Oder was? Oder wir flirten einfach mit seiner Frau. Alles klar. Hey, du da. Was geht da? Wir gehen einfach mit seiner Frau einfach weg. Oh Gott, ey. Was sind wir bitte für ein unartiger Hund? Wir klauen einfach jedem seine Freundin. Alles klar, lass mal hier die Dekoration. Hier, boom, noch ein weiteres Mal upgraden. Okidoki. Und jetzt geht es weiter. Da sind wir mit unserer Hundefreundin am Start. Und was? Sie haben sie gefangen. Entweder wir verfolgen sie natürlich und sind damit lieb. Oder wir lassen sie einfach gehen. Ich würde sagen, tschüss, war schön mit dir. Hau rein. Lächeln einmal fürs Foto noch.
Und wir haben sie einfach gehen lassen. Junge, Junge, Junge. Jetzt, was passiert als nächstes, nachdem wir... Oh mein Gott, nachdem unsere Hundefreundin weg ist und sie wurde gerade überfallen. Entweder wir helfen natürlich der Frau oder wir essen einfach ihr Essen. Ich würde sagen, oh Gott, gib mir dein Essen. Und wir essen einfach das Ganze. Was hat sie denn für einen schlimmen Tag? Erstmal wird sie ausgeraubt, dann kommt ein Hund und klaut noch ihre Einkauf. Und wir sind ein Jahr älter geworden inzwischen. 13 Jahre sind wir schon. Sehr, sehr gut. Und oh, es ist ein blinder Mann, glaube ich. Und wow, er ist runtergefallen. Okay, entweder wir helfen ihm oder wir ignorieren ihn einfach mal. So, du ignorierst ihn und ab geht es. Einfach weitergehen. Und da ist wieder hier unser Sohn am Start. Und hallo Papa, wohin gehen wir? Zu meinem Geburtstag. Oh, warte mal, du hast Geburtstag? Okay, hier können wir nur Liebeentscheidungen treffen, also keine schlechte. Entweder wir gehen zum Strand, in den Swimmingpool, da waren wir, oder ins Spa. Ich würde sagen, komm, lass uns mal hier am Strand bisschen chillen. Yeah, der lässt es sich auf jeden Fall hier gut gehen. Wir chillen jetzt hier so Vater und Sohn am Strand. Das ist doch mal ein cooler Urlaub und unsere Hundehütte wird auch immer und immer größer und immer mehr natürlich. Oh, geupgradet. Warte mal, was ist mit uns los? Sind wir im Krankenhaus oder irgendwie sowas? Oder sind wir schwanger, Freunde? Was ist denn jetzt los? Und warte mal, wir müssen drücken. Los, 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 ab geht es 20%. Oh mein Gott, was? Ein neues Hundebaby kommt auf die Welt oder was? Oh Gott, Freunde, komm schon. Ich hoffe, alles wird klappen. Und da kommt es, Freunde. Unser neuer Hundewelpe kommt auf die Welt. Und schaut ihr euch mal an, wie sollen wir es nennen? Ich würde sagen, wir nennen es so Kaktus 3. Oh ja, so weiß auf jeden Fall jeder, dass wir in der Familie sind. Aber Freunde, ich glaube, das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wir sind 13 Jahre und 3 Monate geworden und haben das ganze Game durchgespielt und das ganze Leben von diesem Hund angeschaut und die Entscheidungen von ihm getroffen. Ich glaube, im Nachhinein bereut er es, weil wir haben wirklich nur die schlechtesten Entscheidungen getroffen, die es gibt. Und so sah das Ganze aus, von der Geburt bis hin zu der Hochzeit, bis hin zu eigenen Kindern von diesem Hund hier. Unser Ziel ist damit erreicht. Ihr seht es oben links. Oh, wir sind deutlich mehr böse als oben rechts. Wir lieb sind. Oh ja. Ich bin es, Polizist Centex. Setzen Sie sich gerne hin und beschreiben Sie genau, wie der Täter aussah. Er trug ein grünes T-Shirt. Alles klar, ein grünes T-Shirt. So, das malen wir mal. Ja, ich habe bei Kunst nicht so der Beste. Aber das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Hier, so ein grünes T-Shirt. Und wissen Sie doch irgendwas? Er hatte außerdem eine schwarze Brille auf. Eine schwarze Brille, alles klar. Interessant, so eine schwarze Brille. So, ja, das sieht doch wunderschön aus. Das Phantombild ist auf jeden Fall fertig. Wer von euch könnte der Täter sein? Und aha, da haben wir ihn. Brille und ein grünes T-Shirt erwischt. Sie werden verhaftet. Ja, dann müssen Sie nicht so böse gucken. Schuldig. Hahaha. Und solche noch viel coolere Zeichnungen werden wir auf jeden Fall heute zeichnen, um so als Polizist die bösen Täter hinter Gittern zu bringen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr seht es, Freunde, wir befinden uns hier in einem weiteren Mobile-Game. Oh ja, du bleibst auf jeden Fall schön im Gefängnis, Kollege. Nämlich befinden wir uns heute in Line-Up. In diesem Game haben wir auf jeden Fall die Rolle als Polizist und es kommen auf jeden Fall verschiedene Leute hier in das Polizeirevier und beschreiben auf jeden Fall, wie der Täter aussah und wir müssen auf jeden Fall Phantombilder von ihm zeichnen, wie die Leute ihn beschreiben. Und wir schauen uns den nächsten Fall aus. Ah, wir können uns einen auswählen. Entweder der Jigsaw, Jumbler oder der Schwindlige Eindringling. Okay, ich würde sagen, wir nehmen den schwindeligen Eindringling. Alles klar, schönen guten Tag. Setzen Sie sich gerne und beschreiben Sie, wie der Eindringling aussah. Alles klar, sagt, dem Eindringling war sehr schwindelig. Ja, okay, alles klar, ist ihm mal schwindelig. Also hat er vielleicht so komische Augen gehabt? So irgendwie so Augenringe oder irgendwie sowas? Naja, haben Sie vielleicht noch irgendwelche anderen Tipps? Und, sie trug außerdem einen braunen Hut. Das bedeutet, es muss irgendein Mädchen oder irgendwie sowas sein. So ein brauner Hut. Ja, das sieht doch wunderschön aus, muss ich sagen. So, dann malen wir das aus. Alles klar, das sollten die Hinweise sein. Und jetzt müssen wir rausfinden, wer es war, Freunde. Alles klar, nee, Kollege, dem ist auf jeden Fall schwindelig. Aber er hat keinen braunen Hut. Wir schauen mal weiter. Okay, er hat einen braunen Hut, ist nicht schwindelig. Oh, sie, Freunde, hat aber keinen braunen Hut. Oh, Freunde. Ey, Junge, schlafen Sie? Aufstehen, wir sind hier bei der Polizei. Aber, Freunde,
brauner Hut. Nein, 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 nicht sie. Kommen Sie mal nach vorne. Und ihr ist schwindelig, ich würde sagen. Wir verhaften sie. Und Freunde, schuldig. Let's go. Wir haben den richtigen auf jeden Fall festgenommen. Das läuft doch schon mal. Und damit haben wir auf jeden Fall hier zwei Personen schon verhaftet. Easy peasy. Let's go. Und was müssen wir jetzt entscheiden? Der Friseurgeschäft-Einbrecher, Zeugnis, hat viel Basketball gespielt, ist Mannschaftskapitän geworden und hat sich mit Zellengenossen angefreundet. Und wir müssen jetzt entscheiden, ob wir ihn im Gefängnis lassen oder freilassen. Sie sind erst seit einer Minute drin. Sie kommen erstmal noch ins Gefängnis, ey. Nicht so einfach. Ja, ja, ja. Überlegen sich ihre Taten auf jeden Fall zweimal. Was? Schlechte Entscheidung? Nee, nee, nee. Nix da schlechte Entscheidung, Freunde. Ich würde sagen, für $200 können wir auf jeden Fall jetzt hier das Ganze verbessern. Und wir schauen uns den nächsten Fall ein. Okay, diesmal machen wir diesen Jigsaw-Jammler. Alles klärchen. Schönen guten Tag. Setzen Sie sich gerne hin und beschreiben Sie den Täter. Sie trug einen orangenfarbenen Rock. Alles klar, Freunde, würde ich sagen, malen wir auf jeden Fall so einen Rock. So, let's go. Ja, das sieht doch ein wunderschöner Rock, muss ich sagen. Ja, ist so ein Rock? Naja, ich weiß nicht. Okay, weiter geht es. Und hatte, blondes Haar, Freunde. So schöne blonde Haare malen wir auf jeden Fall. Aha, okay, und das ist auf jeden Fall jetzt das Phantombild. Und damit sollen wir auf jeden Fall wieder kein Junge. Der Rock sieht aus wie so ein Neandertaler, den ich gezeichnet habe. Naja, aber wir schauen uns mal um. Okay, rote Hose, rotes Oberteil. Okay, aber orangener Rock, aber braune Haare. Okay, es muss ja irgendein Mädchen gewesen sein. Und, warte mal, die hat einen orangenen Rock und blonde Haare. Gucken Sie mich nicht so unschuldig an. Kann es sein, dass Sie der Täter waren und schuldig? Ich wusste es. Damit haben wir auf jeden Fall den nächsten Täter geschnappt. Und wir kommen zum nächsten Fall. Okay, der Preisverleihungsschwindler oder die Betrügerin mit der falschen Nase. Das hört sich auch interessant an. Wir nehmen der mit der falschen Nase. So, schönen guten Tag, setzen Sie sich gerne hin. Und sie, er sagt, ihre Haare waren hellbraun. Alles klar. Okay, das ist wieder ein Mädchen. Alles klar, Freunde. So, schöne hellbraune Haare. So, ja, 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 noch mehr Haare, noch mehr. Okay, okay, reich, reich, reich. Wir müssen jetzt nicht zu perfekt zeichnen. Sie hatte verrückt Augen? Warte mal, was sind denn verrückte Augen? Na, Freunde, okay, wie soll ich verrückte Augen malen? So? Sind die verrückt, die Augen? Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich verrückt. So. Junge, wie sieht die denn aus? Alles klar. Und sie war verkleidet. Warte mal, verkleidet? Als was war sie verkleidet? Vielleicht hatte sie so ein rotes Kostüm an oder irgendwie sowas? Wir wissen es irgendwie nicht. Und vielleicht so eine Clowns-Uniform? Naja, Freunde, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die drei Hinweise, die wir bekommen haben. Alles klar. Okay, verrückte Augen? Ja. Und braune Haare sogar. Okay, dann schauen wir uns mal weiter. Okay, der kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Auch wenn er eine ziemlich komische Nase hat. Junge, die hat auch eine komische Nase. Und, die ist auch ein bisschen am Schwitzen. Ihr seht das alles klar. Junge, der stinkt. Duschen Sie sich mal. Okay, die ist auf jeden Fall verkleidet. Hat braune Haare und verrückte Augen. Ich glaube, Freunde, sie könnte es sein. Oder guckt sie euch mal an. Ich würde sagen, wir verhaften sie. Und war sie es? Und sie war es. Sie ist die Schuldige, die Nasenbetrügerin. Oder wie auch immer sie hieß. Und ich würde sagen, wir upgraden unser Polizeirevier. Jetzt haben wir schon ein Telefon. Jo, als ob wir vorher einfach kein Telefon hatten hier. Naja, ich würde sagen, als nächstes machen wir auf jeden Fall der Preisverleihungsschwindler. Alles klar. Mal schauen, wer jetzt der Täter ist. Und sie sagt, der Dieb hatte rotes Haar. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, malen wir mal so rotes Haar. Wie der Pumuckl einfach hier. So, let's go. So rote Löckchen. Und, Sommersprossen im Gesicht. Alles klar. So, ja, komm, wir machen einfach im ganzen Gesicht Sommersprossen. So, natürlich aber hier die Augen nicht vergessen. Zack und zack. Alles klar. Und der letzte Hinweis ist, er hatte außerdem eine Krawatte an. Aha, das ist doch interessant. Das bedeutet, Freunde, vielleicht hatte der irgendwie so einen Anzug oder sowas, gehe ich mal stark von aus. So, genau. Und dann hatte er auf jeden Fall so hier eine Krawatte. Alles klar. Und das sollte doch auf jeden Fall ausreichen, dieses Phantombild, um den Täter zu schnappen. Okay, sie sind es auf jeden Fall nicht. Er hat keine Krawatte. Er hat eine Krawatte und rote Haare. Aber keine Sommersprossen, Freunde. Okay, schwarze Haare, blonde Haare, braune Haare, rote Haare. Okay, verdächtig, Sommersprossen. Und eine Krawatte, Freunde. Ich glaube, kommen Sie mal nach vorne. Ich glaube, wir müssen Sie verhaften. Und er war auch schuldig. Bis jetzt haben wir wirklich jeden Einzelnen erwischt. Wir sind einfach die Profi-Polizisten. Okay, und als nächstes kommen wir zu
Die kleinste Räuberin der Welt. Junge, das hört sich interessant an. Mal schauen, was auf jeden Fall als nächstes erzählt wird. Die Kleidung der Räuberin war lila. Alles klar, Freunde. Warte mal, ich habe lilanes Oberteil. alles klar, erzählen Sie mal weiter. So, Freunde, ein lilanes Oberteil. Wunderhübsch hier. So, nächstes. Sie trug ihre Haare zusammengebunden. Okay, Freunde, wie soll ich jetzt hier zusammengebundene Haare zeichnen? Ich würde sagen, ja, wir machen einfach so vielleicht, so. Das ist hier so ein zusammengebundenes Haar. Kann man das erkennen? Ach, nein, sieht ein bisschen komisch aus. Ach, naja, das passt schon. Ich bin auch Polizist. Ich bin kein Künstler. Ich bin nicht umsonst Polizist gewesen. Naja, die Kunstschule hat mich leider nicht angenommen. Aber naja, das ist auf jeden Fall ein anderes Thema. Alles klärchen. Blaues Oberteil. Lilanes Oberteil, aber blonde Haare, Freunde. Sie muss ein lilanes Oberteil und zusammengebundene Haare haben. Und, okay, die hat Zöpfe. Nee, wer bist du? Warte mal, Freunde. Hä? Einer von denen muss es jetzt sein. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Muss sie die braune Haare haben? Ich glaube, es ist hier sie, Freunde. Ich weiß nicht, ob das mit zusammengebundenen Haaren gemeint ist. Aber wir probieren es mal auf. Wir verhaften sie und schuldig. Ta-tü-ta-ta. Let's go. Wir haben auch sie verhaftet. Und damit verbessern wir hier. Let's go mit unserem Laptop hier. Sowas von schnell die Polizeistation. Und wir kümmern uns im nächsten Fall. Die Nasenbanditen. Warte mal, eine Banditen, die... Achso, die nasse Banditen. Ja, okay, das ist, naja. Lesen sollte man als Polizist eigentlich auch können, naja. Ist auch egal. Schönen guten Tag. Erzählen Sie von Ihrem Phantombild. An dem Tag hat es geregnet. Ja, okay, aber ich will wissen, wie der Täter aussah. Beschreiben Sie den Täter, wisst ihr was, Freunde? Vielleicht ist er ja so ein bisschen nass gewesen, wisst ihr? So ein bisschen Tropfen oder irgendwie sowas? Naja, vielleicht, eventuell. Alles klar, die Banditin trug einen Mantel. Wir wissen zwar nicht, welche Farbe, aber es muss anscheinend ein Mantel gewesen sein. So, oh Gott, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen vermasselt. So mit Knöpfen wahrscheinlich. So, zack. Okay, und der letzte Tipp ist, und sie trägt lila Kleidung. Okay, das bedeutet, ja, hätten sie das nicht mal vorher sagen sollen. Die Zeichnung ist jetzt schon vorbei. Meine Güte, naja, ich würde sagen, komm, wir machen noch ein Smiley. Yeah. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Fertig. So sieht unser hübsches Phantombild auf jeden Fall aus. Und es muss anscheinend, geregnet haben, Freunde. Ja, vielleicht kommt da Tropfen. Oh, ein Mantel. Aber keine lila Kleidung. Jo, was ist das für ein Outfit? Naja, ist mir auch egal. Oh, okay. Das sieht doch verdächtig aus. Lila Kleidung, einen lilanen Rock hat sie. Es hat geregnet und sie hat einen Mantel an. Ich würde sagen, kommen Sie mal näher. Ich würde sagen, wir verhaften sie und sie war schuldig. Let's go. Das lilane Kleidungsstück war nämlich der Rock, den sie hatten. Und wir kommen als nächstes zu der böse Missetäter. Oh yeah, okay. Setzen Sie sich gerne hin und beschreiben Sie den Täter ganz genau, was Sie gesehen haben. Der Hals des Missetäters war bedeckt. Alles klar, Freunde. Vielleicht so eine Art Schal oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, wir verdecken das Ganze. Ja, könnte sein, dass es vielleicht so ein Schal gewesen ist oder sowas. So, zack, schöner Schal. Dann würde ich sagen, okay, weiter. Sein Haar war blond. Okay, das bedeutet, es war ein Junge. Das bedeutet, er hat wahrscheinlich so frische Haare. Komm, wir malen ihm drei Haare. Einfach so drei blonde Haare. Und er hörte Musik. Alles klar, das bedeutet, Freunde, vielleicht hat er irgendwie so ein Headset oder sowas auf, wisst ihr? So, zack. Und hier, zack, let's go. Und er hat auf jeden Fall so ein bisschen Musik gehört. Let's go. Und wir klicken mal sofort weiter. So, das bedeutet, es muss ein Junge gewesen sein. Okay, er ist ein Junge, aber er hat kein Headset oder sowas auf. Und auch keinen Schal oder irgendwie sowas. So, was ist... was ist mit ihm hier? Er hat einen Schal, aber schwarze Haare. Okay, er könnte Musik vielleicht hören. Er hört auf jeden Fall auch Musik. Das ist einfach ein clownisch... warte mal, Freunde. Sein Hals ist bedeckt. Er hat einen Schal und er hat Kopfhörer an. Und er hat blonde Haare, ich würde sagen, kommen Sie mal nach vorne. Sie sind aber echt mir sehr, sehr verdächtig und schuldig. Tü-ta-ta. Und da haben wir ihn auch erwischt. Und für $500 grain wir das Ganze ab und wir haben jetzt eine Lampe einfach bekommen. Junge, eine Lampe für 500 Euro. Das ist aber eine ziemlich teure Lampe. Und als nächstes, Freunde, kommen wir zum der Greislerei-Treter. Täter meine ich. So, sie setzt sich auf jeden Fall hin und sie sagt, ich glaube, er trug ein blaues oder grünes Top. Okay, es ist auf jeden Fall ein Junge, Freunde. Ich würde sagen, dann malen wir so die eine Hälfte vielleicht so blau, weil entweder war es blau oder es war grün. So, zagedi zack. So, let's go. Alles klärchen. Okay, weiter. Schade, wir wissen jetzt nicht die genaue T-Shirt-Farbe und hatte einen dunkelbraunen Bart. Okay, Freunde, ich würde sagen, dem Kollegen machen wir jetzt auf jeden Fall hier einen wunderschönen Bart. So, let's go und zack. Das ist auf jeden Fall der Bart hier vom Kollegen. Und wir malen ihm noch hier so ein paar Äuglein rein. Und warte mal, er ist traurig. So, let's go. Das ist jetzt auf jeden Fall das Phantombild, was wir jetzt hier gezeichnet haben. Okay, ein brauner Bart.
und ein blaues Oberteil. Alles klar, das ist wichtig. Hat sonst irgendwer ein braunes Bart? Er hat ein braunes Bart, aber ein lilanes Oberteil. Das bedeutet, Freunde, er muss der Täter gewesen sein. Brauner Bart, blaues Oberteil. Und ja, er sieht jetzt nicht so traurig aus wie auf meinem Bild, was ich gezeichnet habe. Aber jetzt sieht er doch mehr als traurig aus oder eher wütend. Denn er war schuldig. Ich liebe meinen Job als Polizist. Junge, es macht mega viel Spaß hier, die verschiedensten Fälle einfach zu lesen. Okay, was haben wir als nächstes? Das fehlende Blut. Oh yeah. Okay, das hört sich wirklich interessant an. Okay, der Angreifer war furchterregend. Er trug schwarze Kleidung, sagte er. Alles klar, Freunde. Schwarze Kleidung. Warte mal, wir machen einfach mal alles schwarz. So, die Hose ist schwarz. Seine Hände waren schwarz. Hier alles schwarz. Und die Hose wird hier so abgetrennt. So, let's go. Ja, das sieht doch, naja, Freunde. Es wird immer schlimmer. Schwarze Kleidung auf jeden Fall. Er hatte kurzes Haar. Okay, er sagt nicht, was für eine Farbe. Dann würde ich sagen, Freunde, komm, wir machen ihm einfach mal pinkes Haar. Ich meine, kurzes Haar, ja, vielleicht hat er ja pinke Haare, wer weiß. So, let's go. Okay, und der letzte Tipp von ihm ist, eigentlich sah er wie ein Vampir aus? Warte mal, wie ein Vampir? Das bedeutet, Freunde, hatte der vielleicht irgendwelche Vampirzähne? So, Freunde, sieht der gruselig aus. Naja, Freunde, er sah aus wie ein Vampir. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Sieht der aus wie ein Vampir? Das sieht auch eher aus wie ein Cowboy oder so. Das sieht auch kein Vampir. Freunde, schwarze Kleidung, kurzes Haar. Naja, okay, wir kommen gleich mal auf dich zurück. Oh, nein, Freunde, er ist es. Junge, schaut euch mal seine Zähne an, wie auf meiner Zeichnung. 1:1, komm her, Kollege. Du wirst sowas von schnell festgenommen. Boom, schuldig gesprochen, ich wusste es. Junge, der sieht ja wirklich aus wie ein Vampir. Aber gegen mich als Polizist kommt keiner an. Und yo, wir haben einfach ein Bild gekauft für 600 Euro. Und ich kann nicht mal das Bild sehen. Was würde wohl auf diesem teuren Bild drauf sein? Okay, ich würde sagen, der ungeschickte Clown oder Sandwich-Shop-Schießer. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir machen noch beide letzte Fälle. Als erstes würde ich sagen, der ungeschickte Clown machen wir. So, setzen Sie sich gerne hin. Er hatte eine rote Nase. Ja, okay, das haben so Clowns an sich. So, oder vielleicht war ihm kalt oder es war Rudolf oder irgendwie sowas. So, rote Nase. Alles klar. Er hatte hellblaue Kleidung an. Warte mal, Freunde. Hellblaue Kleidung. Alles klar, Freunde. So, wir zeichnen alles. Und irgendwie erinnert mich das an ganz, an irgendwen. Und als letztes ist, aber er hatte kein perfektes Lächeln. Freunde, irgendwie habe ich so ein Gefühl. Hellblaue Kleidung und kein perfektes Lächeln. So, das erinnert mich irgendwie an Huggy-Wuggy, Freund. Ich meine, kein perfektes Lächeln. So, dieses Lächeln. Eine hellblaue Kleidung. Wir malen mal hier alles so hellblau an, wie Huggy-Wuggy. So, zack, 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 zack. Und vielleicht hat hier irgendwie doch so gelbe Hände oder irgendwie sowas. So gelbe Handschuhe. So, let's go, let's go. Oh mein Gott, das sieht doch wirklich total gruselig aus. Stellt euch das ganz mal vor. Einfach Huggy-Wuggy, Junge, den wir hier als Polizisten sehen. Jo, das sieht doch cool aus. Und dann auch hier so gruselige Zähne. Oh mein Gott, ey. Das sieht mega gruselig aus. Aber hat Huggy-Wuggy eine rote Nase? Na, ich würde sagen, weiter geht es. Wen haben wir denn da? Okay, er hat eine hellblaue Nase. Was für eine hellblaue Nase? Hellblaue Kleidung, aber keine rote Nase. Rote Nase, aber keine hellblaue Kleidung. Rote Nase hat er. Okay, braune Kleidung. Er ist einfach nur, keine Ahnung, was er ist. Er ist ein Zauberer. Hellblaue Kleidung, rote Nase, aber er hat ein normales Lächeln eigentlich, oder? Freunde, warten wir schon mal weiter. Okay, er ist es auch nicht, aber Freunde, ist es er hier? Mit keinem perfekten Lächeln. Ich meine, er hat eine rote Nase und ein hellblaues Oberteil, Freunde. Wir verhaften ihn und... Was? Nein, es war falsch. Dann muss es der Kollege sein mit dem kein perfekten Lächeln. Und anstatt das hellblaue Oberteil, haben wir vielleicht einen hellblauen Rock oder irgendwie sowas. Und let's go. Oh mein Gott, sie war auf jeden Fall die Schuldige. Ach Mist, da haben wir fast den Falschen verhaftet. Naja, Fehler passiert auch mal den Besten. Und jetzt kommen wir zum letzten Fall. Der Sandwich-Shop-Schießer. Sandwiches. Darauf habe ich auch gleich Bock. Auf meiner Mittagspause als Polizist. So langsam reicht es ja. Ich habe jetzt hier genug gearbeitet. Alles klar. Okay, der letzte Fall. Die Täterin hatte dunkles Haar. Okay, die Täterin. Das bedeutet, ich nehme mal so schwarze Haare oder irgendwie sowas. So, zack. Let's go. Wahrscheinlich vielleicht auch lange Haare, weil sie ein Mädchen war. Oder vielleicht auch kurze Haare. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall dunkles Haar. Okay. Sie trug einen Rock. Okay, die Farbe wissen wir leider auch nicht. Da würde ich sagen, so machen wir jetzt hier. So, das sieht zwar nicht aus wie ein Rock, aber ich weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Und sie sah verrückt aus. Okay, Freunde. Wie sieht jemand verrückt aus? Ich würde sagen, Freunde, so vielleicht hier so ein Auge, da ein Auge.
Dann so hier so ein Auge und moin. Die sieht doch echt verrückt aus. Also wenn ich so eine Person auf der Straße sehen würde, ich würde um mein Leben rennen. Okay, ich würde sagen, da haben wir das Phantombild. Jetzt wird es schon mal ein bisschen schwieriger. Wir bekommen immer weniger Informationen. Das ist schon mal ein Mann. Der könnte es nicht sein. Es muss ja eine Frau sein. Okay, sie vielleicht. Ein Rock und vielleicht dunkelbraune Haare. Und sieht ein bisschen, ja, sieht schon ein bisschen verrückt aus. Sie könnte es sein. Was ist mit ihr? Okay, sie hat auch dunkle Haare. Auch ein Rock. Aber sie sieht eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen. Freunde, was ist mit ihr hier? Okay, sieht eigentlich auch ganz okay aus. Junge, hat so einen Zylinder an und sie sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ich würde sagen, Freunde, eigentlich sieht sie doch ein bisschen verrückt aus, oder? Ich meine, guckt euch mal die Augen an. Ich würde sagen, wir verhaften sie und let's go. Sie war schuldig. Ba-da-ba-ba-ba. Und damit haben wir insgesamt heute 12 Leute verhaftet im Gefängnis. Was geht denn da ab? Und zum Schluss verbessern wir noch, jo, ein Bild. Let's go im Hintergrund. Sehr, sehr gut. Aber ich denke mal, Freunde, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Mittagspause verdient. Wir haben auf jeden Fall mit Hilfe meiner Phantombilder, die ich auf jeden Fall gezeichnet habe, die verschiedensten Täter auf jeden Fall fassen können und hinter Gitter bringen können. Und jetzt gibt es auf jeden Fall ein fettes Sandwich für mich in der Mittagspause. Darauf habe ich schon Bock, ey. Seid ihr bereit für das Abenteuer eures Lebens? Diese Banane hat auf jeden Fall schon mega Bock. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Aber dieses Abenteuer geht durch die verschiedensten Gebiete wie Wälder, Tempel und noch vieles mehr. Und wir müssen auf jeden Fall zusammen diese verschiedenen Gebiete durchqueren und probieren zu überleben und uns vor den gefährlichen Gefahren wie zum Beispiel, oh, ein Krokodilen zu bewahren oder da hinten ist ein Bär. Und ob wir das Ganze schaffen werden und am Ende den krassen Schatz finden werden, das finden wir heute zusammen heraus. Du, ich und diese Banane hier. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und wir befinden uns heute im Mobile Game Benetune Treasure Hunt und in diesem Game sind wir auf jeden Fall diese Banane und müssen ein Abenteuer überqueren. Und wir fangen sofort an mit dem Abenteuer und, oh, das erste Hindernis, Freunde, ist ein Stamm. Was soll mir tun? Soll mir schaufeln oder, warte mal, ein Vogel? Was macht dieser Vogel hier? Und ich würde sagen, yo, der macht, Alter, der hat die ganzen Baumstamm einfach zerstört und moin Kollege, was sollen wir jetzt mit dem Bären machen, Freunde? Sollen wir den Baum hochklettern? Sollen wir uns mit dem anlegen? Oder sollen wir einen mysteriösen Trank trinken? Ich würde sagen, wir machen den doch mit links. Oh, komm her, dich mache ich fertig und oh, ich glaube, das war keine okay, gute Idee. Da haben wir auf jeden Fall gefällt und müssen von vorne anfangen. Okay, mit dem Bären sollten wir uns auf jeden Fall nicht anlegen. So, der Vogel macht hier sowas von schnell wieder alles kaputt. Und ihr seht es unten. Wir müssen auf jeden Fall verschiedene Schritte machen. Und ganz am Ende gibt es auf jeden Fall einen Schatz. Und ich würde sagen, moin moin, ich bin mal weg. Hasta la vista. Wuhu. Und yo, wir klettern jetzt nach ganz, ganz oben und verstecken uns. Jo, oh mein Gott. Renn, 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 kleine Banane. Renn, renn, renn. Und kletter schnell nach oben. Und wir sind, let's go, den Bären kommen. Okay, sollen wir weiter hochklettern? Oder nach rechts oder nach unten? Nach unten auf gar keinen Fall. Was, wenn wir jetzt nach rechts machen? Jo, wir schwingen ein Lasso einfach. Und hepp, let's go. Und oh, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Pass auf, dass du nicht runterfällst, Kollege. Und oh, oh, wer ist er denn? Das ist irgendeine Bewohner vom Tempel. Und was sollen wir tun? Rennen oder, warte mal, Musik? Warte mal, was machen wir? Und jo, wie die Banane ist am Dancen. D-d-d-d-d-d, oh yeah. Aber was bringt uns? Warte mal. Er dance auch, alles klar. Wir haben ihn jetzt zum Dancen gebracht. Yeah. Oh, hast du Bock auf ein kleines Dance-Battle? D-d-d-d-d. Oh mein Gott, Freunde. Das ist unsere Taktik. Und jetzt, Freunde, sind und renn, renn, renn. Und jetzt rennen wir weg und zack. Schneiden einfach. Tschüss. Oh, er denkt so, oh, Mist. Hab einfach das Seil durchgeschnitten. Okay, das bedeutet, Alter, wir müssen jetzt hier runterspringen. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Was wird im Tempel sein? Let's go. Wir sind bis jetzt schon richtig weit gekommen. Und vielleicht schaffen wir es jetzt direkt zum Schatz. Ab geht die Post. Juhu. Und oh nein, ich glaube, das sieht aus wie Lava. Und wir sind, was haben wir jetzt verloren? Wir haben verloren und müssen von vorne anfangen. Naja, das kann ja wohl nicht sein. Okay, was ist jetzt, wenn wir diese Schaufel benutzen und uns einfach unter diesem Stamm durchgraben einfach? Okay, dann würde ich sagen, Alter, wie tief buddelt der sich, Kollege? Hey, Junge, wie tief buddelt der sich? Und, wo sind wir jetzt hier angekommen? Okay, es geht auf jeden Fall weiter. Und jetzt haben wir hier, eine Schlucht oder irgendwie sowas. Und welche Entscheidung müssen wir treffen? Warte mal, springen oder mit dem Seil? Junge, wie soll der da rüber springen? Das will ich unbedingt sehen. Der ist doch nie im Leben so stark. Und zeig, was du drauf hast, kleine Banane.
gerade. Mach uns alle auf jeden Fall stolz. Und, Junge, wie lange trainiert der? Und, oh, er hat Muckibeine bekommen. Yo! Holy, der hat richtige Muskelbeine auf einmal bekommen. Was ist denn mit dem Kollegen los? Und, oh oh. Wir sind auf eine Falle getreten. Renn, 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 renn. Oh Gott, ducken, Freunde, soll man den Stein aufhalten. Ducken! Wir werden es noch nie im Leben schaffen. Nein, wir werden überrollt. Oh Gott, Leute. Ich glaube, das war... Oh, es geht weiter. Wir haben es geschafft. Junge, der Stein ist stecken geblieben. Und wir sind jetzt... Oh oh, in irgendeinem Tempel. Aber irgendwer pennt da. Sollen wir schleichen oder sollen wir wegrennen? Wir müssen jetzt leise sein, Freunde. Wir schleichen uns ganz, ganz vorsichtig. Vielleicht ist das der Bär oder irgendwie sowas. Aus diesem Tempel. Jetzt auf jeden Fall nach draußen. Let's go. Tschüss, du Loser. Ha, let's go. Das war anscheinend die richtige Entscheidung. Und wo ist mir jetzt angekommen? Guckt euch. Yes. Guckt euch. Yo, das ganz, Mann. Und okay, das ist jetzt so ein Fallentempel. Okay, was sollen wir tun? Rennen? Sollen wir vorsichtig sein? Oder was ist das Letzte? Einfach fliegen. Nee, ich glaube, rennen ist nicht. Warte mal, was, wenn wir jetzt fliegen einfach? Hä, kann er einfach fliegen? Und yo, er springt einfach nach oben. Oh mein Gott, Freunde. Und damit können wir die ganzen Fallen ausweichen vielleicht oder sowas. Alter, das wäre übelst schlau. Und oh oh, nein. Oh Gott. Das hat nicht so gut geklappt. Sorry, kleine Banane. So war das Ganze. Ach, auf jeden Fall nicht geplant. Und wir müssen jetzt wieder alles von Anfang an machen. Wir probieren nochmal den Weg mit dem Vogel und mit dem Bär. Weil irgendwie, ja, wir haben es ja eigentlich fast geschafft, so, wisst ihr? Was ist, wenn wir jetzt hier diesen Trank benutzen? Wir trinken diesen Trank und so. Yo! Holy! Jetzt können wir bam! uns auf jeden Fall mit dem Bären anlegen. Ohne große Probleme. Und, hä? Warte mal. Ich glaube, der Trank hat irgendwelche Nebenwirkungen. Warte mal, was soll man tun? Ein Burger essen. Burger hilft in allen Lebenssituationen. Was ist das denn? Einfach ein großer Burger. Oh Gott, Gott. Gönn dir, Kollege. Eine Banane ist ein Burger auf jeden Fall. Und schmeckt's dir? Ich glaube, ihm schmeckt's auf jeden Fall. Und nein, er hat sich das eingebildet. Und in einen Stein gebissen. Er fällt einfach um und seine Zähne fallen aus. Ja, das ist ein schönes letztes Foto auf jeden Fall. Okay, das hat nicht gut geklappt. Was ist aber jetzt, wenn wir hier diesen ganzen Baum hier nach oben klettern und anstatt in diesen Tempel gehen, weil in diesem Tempel war ja renn, 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 dieser Lavagrum oder irgendwie sowas. Was ist, wenn wir jetzt noch weiter nach oben klettern? Nach unten würde ich auf gar keinen Fall klettern, aber wir klettern mal hier weiter nach oben. Let's go, Freunde. Und yo, wir sind an der Spitze angekommen. Oh, 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 er hat Höhenangst. Was sollen wir tun? Okay, ich würde sagen, balancieren oder was auch immer du da machst. Und let's go. Er ist der Profi, Junge. Guckt euch mal diese coole Banane an. Warte mal, wie lange macht er das, Kollege? Du sollst es nicht dein Leben lang machen. Junge, wie lange chillt er jetzt da sein Leben? Stopp, hör auf, hör auf, hör auf. Und oh Gott, er wird alt und fehlt einfach. Oh mein Gott. Okay, Freunde, jetzt kommt der ultimative Speedrun. Wir müssen es jetzt probieren, wieder uns hier runter zu graben. Grab schneller, kleine Banane. Und boom. Yes, okay, okay, weiter geht es. Und diesmal probieren wir mal nicht rüber zu springen, sondern uns mit einem Seil rüber zu werfen, Freunde. Zack, wir schnappen uns das Seil. Und alle, hopp. Let's go, wie Tarzan. Und nein, Freunde. Jo, wir haben uns gefangen. Wie knapp war das denn? Yes. Und weiter geht auf jeden Fall das erfolgreiche Abenteuer. Okay, okay, dann würde ich sagen, oh, wir tappen wieder auf die Falle. Aber bis dahin haben wir auch eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben uns nämlich geduckt auf jeden Fall. Weil ich glaube, wenn wir den Stein aufhalten, dann wären wir von diesem riesengroßen Stein... Was? Zermatscht und... Wir sind runtergefallen? Alles klar, dann geht es halt weiter mit unseren Muskelbeinen, dass wir einfach rübergesprungen sind. Und da kommt wieder dieser riesengroße Stein. Vielleicht können wir ihn aber aufhalten, Freunde. Wisst ihr, weil wir diese Muckibeine haben. Komm schon, Banane, ich glaube an dich. Und let's go. Yo, wie stark ist der denn? Wir haben einfach den Stein aufgehalten. Holy Macaroni. Alles klar, weiter geht die Post und... Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Kämpfen, fliegen oder Frieden machen? Ich glaube, Frieden, Freunde, geht nicht. Kämpfen haben wir keine Chance. Wir müssen einfach fliegen und komm schon. Wuhu. Und, Freunde, haben wir es geschafft? Jo, wir haben uns durch die Erde einfach... Oh, sind wir... Na, sag nicht, wir sind stecken geblieben. Komm schon, Banane. Gib dein Bestes und... Wir sind stecken geblieben. Auch ein schönes letztes Bild, muss ich sagen. Ich habe noch eine andere Idee, Freunde. Wir ducken uns, weil ich probiere auf jeden Fall, wieder in diesen Tempel reinzukommen. Ich glaube, das war auf jeden Fall der richtige Ansatz. Boom. Tschüss, Stein. Da sind wir jetzt auf jeden Fall wieder hier in diesem Tempel drin, genau. Und jetzt müssen wir uns wieder an diesem Bären vorbeischleichen. Ich meine, bis dahin haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Freunde, ihr seht es unten. 4 von 8 Felder haben wir auf jeden Fall schon richtig gemacht. Das muss auf jeden Fall hier der richtige Weg sein. Los, los, kletter, kleine Banane. Aus dem Tempel raus. Wir werden auf jeden Fall ganz am Ende den Schatz finden. Und genau hier haben wir gefällt oder irgendwie sowas, weil wir hier auch geflogen sind. Genau, da kommen diese Giftpfeile. Okay, das bedeutet, fliegen war falsch.
vorsichtig oder einfach drüber rennen, Freunde. Warte, ich glaube drüber rennen. Wir probieren es mal aus und renn einfach drüber. Let's go. Oh mein Gott, schaffen wir es. Renn, renn, renn. Wie panisch er rennt. Komm schon, gib Gummi, Kollege. Gib Gummi. Nein, 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 nein. Komm schon, renn schneller, gib alles. Oh mein Gott, Junge, was passiert mit ihm? Er rennt zu schnell. Oh Gott, und er schafft's einfach nicht. Alles gut da unten bei dir? Och, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier ganz, ganz vorsichtig sein. Und da wir und... Okay, okay, bis jetzt sieht es gut aus. Okay, yo, wir sind ein Ninja. Junge, der weicht jeden Fall hopp aus. Let's go. Und... Nein, er ist runtergefallen. Nein, Kollege. Und... Oh, es geht weiter. Wir sind mit Schlangen angekommen. Warte mal, den Schuh aussehen oder sollen wir singen? Warte mal, Freunde, wir können sie singen und sie vielleicht so beschwören oder sowas. La 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 la. Er singt auf jeden Fall und den Schlangen. Die gefällt es, Freunde. Guckt euch das ganz an. Sie schlafen ein. Wir bringen lalala. Die Schlangen. Oh, ich gucke. Zum Einschlafen jetzt schnell weg hier. Und yo, was ist das hier? Wow. Eine cool, oder? Ist das eine Goldmünze oder sowas? Und ich renne weg. Habe ich es geschafft? Ich glaube. Let's go. Das war die richtige Entscheidung. Und yo. Okay, okay. Wir sind jetzt schon relativ am Ende angekommen. Wir setzen die Goldmünze ein. Oh, oh. Nein. Sag nicht, das war die falsche Entscheidung. Und let's go. Yes. Das Türchen ist auf jeden Fall offen. Los, kleine Banane. Wir sind dem Schatz sowas von nah. Oh, da ist der Schatz, Freunde. Wow. Das ist deine einzige Reaktion, aber der Schatz ist eingesperrt. Oh Gott, Gott. Was sollen wir jetzt tun? Okay, wir haben drei Möglichkeiten. Auge, Nase oder Mund? Warte mal. Wir nehmen mal die Augen. Mal schauen, was passiert. Und nein. Das war eine Falle. Und wir ertrinken einfach. Wir waren... Oh, halt durch, Banane. Halt durch. Komm schon. Nein, Freunde. Die Banane wird ertrinken. Und wir waren dem Schatz wirklich so nah und haben es einfach... Och, na toll. Nicht geschafft, ey. Hasta la vista. Du hast eine schöne Zeit mit dir. Wir waren so knapp davor. Aber was passiert eigentlich, wenn wir probieren jetzt diesen Ball... komm schon, anzuhalten vor der Schlucht. Let's go und jetzt rüberspringen. So weit haben wir es ja auf jeden Fall auch geschafft. Aber dann ging es ja irgendwie weiter oder irgendwie sowas. Renn, kleine Banane. Oh ja, und genau, dann waren die auf jeden Fall am Start. Und da haben wir irgendwie gefailt, Freunde, indem wir hochgeflogen sind. Ich glaube, kämpfen ist auch falsch. Wie wäre es, wenn wir Frieden mit ihnen machen? Ich ergebe mich, Leute. Frieden und... Oh, warte mal. Sie fesseln mich? Okay, ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Leute, wir können über alles reden. Alles wird gut. Wir können ja Freunde werden. Und sie bringen mich jetzt einfach in ihren Tempel rein. Alles klar. Ich verstehe schon. Aber, oh oh, Leute. Nein, nein, nein. Nein, lass mich in Ruhe. Bitte, ich muss mich irgendwie noch fesseln. Nein, 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 ich habe keine Chance. Und, oh Gott, hä? Ich gucke nach oben und ich habe sie abgelenkt. Und nichts, wie weg hier. Ich habe mich befreit. Let's go. Alter, wie easy war das denn? Aber ich glaube, oh Gott, sie verfolgen mich. Die sind mega wütend. Okay, okay, was müssen wir tun? Wir müssen uns als Statue ausgeben. Ich bin gar nicht da. Lalalala. Ich bin jetzt einfach getarnt und renne einfach mit denen. Oh Gott, und... Oh, oh, ich glaube, einem ist es aufgefallen. Lalala, ich gehöre zu euch. Oh Gott, ich bin aufgeflogen, Freunde. Das war's mit mir. Nein, wir werden... oh Gott, wie sehe ich denn aus? Komplett vermöbelt. Ah, guck mal da oben und schnell hier weg. Und da ist mir den ganzen auf jeden Fall wieder entkommen. Diesmal müssen wir uns aber auf jeden Fall besser tarnen. Als erst hat es nicht geklappt. Oh Gott, die sehen wütend aus. Wir verstecken uns einfach. Hier, warte mal, was ist das hier? Jo, wir sind eine... hübsche Dame. Hallöchen. Was geht ab? Und ich... Was mache ich da für eine Show, Alter? Junge, ich sehe aus wie eine Banane. Und, es klappt, aber sie ist einfach in mich verliebt oder irgendwie sowas. Und, yo! Oh Gott, Leute. Und ich habe mich einfach ausgeschlichen. Sie sind voll auf meinen Trick reingefallen, ey. Let's go. Was für Idioten. Die Banane muss auf jeden Fall auch lachen und... Warte mal, wo sind wir jetzt? Und wir sind wieder in dem Raum angekommen. Da ist ein weiterer Weg, wie wir reinkommen. Und nein, Freunde. Der rote oder der blaue Schalter. Freunde, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich würde sagen, wir nehmen den blauen. Komm schon, Freunde. Bitte, bitte, bitte. Sei der blaue Schalter, wo wir das Tor jetzt auf jeden Fall öffnen können. Let's go. Nein. Es war so klar. Jedes Mal habe ich... Yes! Oh, Glück. Okay, let's go. Ich beschwere mich gar nicht. Ich wollte mich schon beschweren. Aber das war der blaue Schalter. Und jetzt mir im finalen Treasure-Raum angekommen. Oder, hä? Wo sind wir jetzt angekommen? Nein, ich... Es war doch der falsche Weg. Ich wusste es. Ich habe mich von Anfang an beschwert, ey. Das kann ja wohl sein. Los, gib dein Bestes. Und nein.
Wir wurden zerdrückt. Es war so klar. Es war der rote Schalter. Und wir sind nur noch so eine kleine Münze geworden. Schnell wieder in meine Mädchentarnung. Da, 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 da. Oh yeah. Junge, wieso kann ich eigentlich so gut tanzen? Ich habe doch bestimmt dafür jahrelang trainiert oder irgendwie sowas. So, und jetzt schleichen wir uns auf jeden Fall schnell wieder raus. Let's go. Und diesmal wählen wir auf jeden Fall den roten Schalter. Achtung, Banane. Da ist eine geheime Wand hinter dir. Und er lacht noch und bam. Und da haben wir auf jeden Fall eine geheime Wand gefunden. Und diesmal nehmen wir auf jeden Fall den roten Schalter. So, und zack. Der rote Schalter. Und mit dem müssen wir doch jetzt auf jeden Fall an unser Ziel kommen. Wir waren unserem Ziel schon so nah. Ihr seht es. Unten ist auf jeden Fall der Schatz. Ja, ja, ja. Und was passiert jetzt? Okay, die Tür öffnet sich. Hat sich aber auch beim blauen Schalter geöffnet. Alles klärchen. Mal schauen, wo wir auf jeden Fall jetzt hier landen werden. Und... oh, oh, warte mal. Sag nicht, das ist auch die falsche Entscheidung. Hä? Wir werden auch hier... was? Das war auch die falsche Entscheidung. Nein, und wir sind einfach verschwunden. Eine geröstete Banane. Okay, Freunde, letzter Versuch. Wir testen es auf jeden Fall noch einmal aus, wie wir es auf jeden Fall ganz am Anfang ausgetestet haben, um in diesen Tempel ganz normal reinzukommen. Renn weg! Und diesmal halten wir die Kugel nicht aus, sondern wir verstecken uns vor der Kugel. Weil immer, wenn wir sie aufgehalten haben, haben wir auf jeden Fall hier diese bösen Leute vom Tempel gesehen. Aber so fliegen wir auf jeden Fall in den Tempel rein, wie wir es auch schon ganz am Anfang gemacht haben. So, jetzt schläft der Bär hier, dann schleicht ich möchte das auf jeden Fall jetzt hier ganz, ganz vorsichtig an diesem Bär vorbei. Oder vielleicht ist das so eine Ameise, die schnarcht. Ey, wir wissen ja gar nicht, was da am Schnarchen ist. Und so, so, da sind wir jetzt auf jeden Fall wieder am Tempel am Start. Jetzt ganz, ganz vorsichtig nicht vom Pfeil treffen lassen und bam. Und oh, ausweichen und Achtung. Oh Gott, und noch mehr Pfeile. Wie so ein Ballertänzer springe ich auf jeden Fall hier rum. Zack, let's go. Und ich falle ins Loch zu den Schlangen. Und die muss ich auf jeden Fall jetzt hier ein Lied singen. Lalalala. Schlaft alle ein, meine Schlangen. Und da schlafen die Schlangen auf jeden Fall ein. Und mit dieser Münze können wir jetzt auf jeden Fall hier den Tresorraum öffnen und jetzt uns sowas von schnell den Schatz holen. Oh Gott, wir müssen nicht diese dämlichen Schalter drücken, die ins Verderben führen. Und da sind wir jetzt angekommen, Freunde. Und alles wackelt auf jeden Fall. Und komm schon, da sind wir angekommen. Let's go. Wir sind jetzt im finalen Raum. Wir sind jetzt im finalen Schatzraum angekommen. Und jetzt müssen wir uns für dieses richtige entscheiden. Okay, okay. Gerade eben, ganz am Anfang, hatten wir auf jeden Fall Augen gehabt. Also das allererste. Jetzt Nase oder Mund, Freund. Nase oder Mund. Ich würde sagen, wir nehmen den Mund. Bitte, bitte, bitte sei richtig. Er schreit. Er schreit und... er hat das Glas zertrümmert. Und Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Schnapp dir die Trophäe und let's go. Guckt euch das Ganze, Mann. Oh, oh. Warte mal, was ist denn jetzt los? Die Höhle stürzt ein und... hä? Die Leute kommen wieder. Die Tempelleute. Oh Gott, ich würde an deiner Stelle rennen. Und er wurde erledigt. Was denn da? Aber Freunde, das bedeutet, wir haben unser Abenteuer auf jeden Fall erfolgreich geschafft. Und zusammen auf jeden Fall als Team. Du, ich und Mr. Banane auf jeden Fall. Die Trophäe vom Tempel erfolgreich schnappen können. Das ist auf jeden Fall ein verrücktes Abenteuer. Was passiert, wenn man Squid Game und Among Us miteinander kombiniert? Yeah, moin moin, was geht ab? Aha, wir spielen heute nämlich mal die bekannten Squid Game Spiele, die ihr kennt. Wie rotes Licht, grünes Licht, das Tauziehen und noch vieles, vieles mehr. Aber als Among Us Character. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und wir spielen heute mal das Spiel Survival 456, but it's Imposter. Oh ja, yeah, das bedeutet, Freunde, wir spielen heute mal mit Among Us Character die allseits beliebten Squid Game Spieler, die ihr kennt. Und ich würde sagen, Freunde, was haben wir als erstes? Rotes Licht, grünes Licht, das kennen wir alle. Und ich würde sagen, wir betreten das Ganze. Und da ist die Squid Game Puppe. Die danced auf jeden Fall schon. Und da sind wir, Freunde. Wir sind Spieler 456 und let's go! Oh, rotes Licht, grünes Licht und stehen bleiben! Oh, okay und... oh, die ersten Leute wurden erledigt. Weiter geht es, weiter geht es. Junge, wie renne ich da in der Mitte, Freunde? Seht ihr mich? Und stehen bleiben! Oh, oh mein Gott, Freunde. Die ersten Leute werden erledigt und ich bin so weit hinten. Ich muss mich beeilen. Und stehen bleiben. Und die Among Us Squid Game Puppe. Das sieht richtig krass aus. Einfach die Squid Game Spiele. Oh, in Among Us. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Es wird immer und immer schneller und oh, kurz vorm Ziel und... oh, oh, alles gut und... let's go, let's go, let's go, renn, renn, renn.
Wir haben es geschafft. Yay! Alle freuen sich auf jeden Fall. Let's go, Freunde. Victory! Wir haben das erste Spiel schon mal gewonnen. Und wir können uns sogar jetzt mit 5 Diamanten das zweite Spiel freischalten, nämlich Tauziehen. Ich würde sagen, Freunde, let's go. Wir haben Tauziehen jetzt freigeschaltet. Und da sind wir die Squid Game Wächter. Und warte mal, wo bin ich? Da bin ich. Spieler 456. Moin, moin. Okay, okay. Ich würde sagen, wen habe ich in meinem Team? 2 Ärzte. Okay. Einen König. Das ist sehr, sehr gut. Und die haben... Oh, die haben auch einen König. Und irgend so ein Psycho haben die. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen sofort an. Und wir müssen wahrscheinlich immer in der Mitte drücken. Okay, okay, ich habe verstanden und zack, zieht, yay, yay, und zack, yay, ha. Oh mein Gott, Freunde, zieht die anderen runter, zieht die anderen runter, was geht denn da, weiter ziehen, Leute, die machen nichts. Wieso ziehen die nicht, okay, oh mein Gott, das war knapp, Freunde, es wird immer und immer schwieriger, gleich, oh, haben wir es geschafft, und yeah, let's go, das zweite Spiel haben wir auch gewonnen, Spieler 456 hat gewonnen, easy peasy, das bedeutet rotes Licht, grünes Licht, und Tauziehen haben wir gemacht, und ah, okay, mit 10 Diamanten können wir das nächste Spiel freischalten. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, komm, wir spielen noch einmal rotes Licht, grünes Licht, komm. Juhu, die Squid Game Puppe freut sich auf jeden Fall auch hier schon, die Among Us Squid Game Puppe. Und oh, warte mal, wir haben ein Glücksrad, Freunde, wir können dran drehen. Okay, was bekommen wir jetzt? Komm schon, let's go, wir spinnen und... Warte mal, kleiner, smaller? Sind wir jetzt klein oder wie? Warte mal, Freunde, okay, okay. Let's go, let's go. Oh, rotes Licht, grünes Licht und stehen bleiben. Kurz davor. Können wir das irgendwie aktivieren oder sowas, Freunde? Und warte mal, hä? Wo sind wir? Wir sind kleiner, Freunde. Warte mal, seht ihr mich? Wir sind da unten. Ihr seht es. Oh mein Gott, Freunde, warte mal. Wir bleiben mal ein bisschen stehen. Und ja. Wie sehen wir denn aus, ey? Oh mein Gott. Und stehen bleiben. Oh Gott, oh Gott. Wieso mache ich hier mit? Ich bin doch ein kleines Baby, ey. Ich will hier gar nicht mitmachen bei den Squid Game Spielen. Und oh. Oh mein Gott, okay, alles gut. Oh mein Gott, Freunde, das war echt knapp. Wee, wee, wee. Hey, Leute, ich bin doch dran. Ich komm noch, Junge. Was müssen die Leute sich denken? Hier kommt noch so ein kleines Baby gerade. Oh, und haben wir es geschafft? Alter, okay. Wir haben auch rotes Licht, grünes Licht bestanden. Let's go. Und mit 10 Diamanten können wir das nächste Spiel freischalten, nämlich Battle, Freunde. Und das ist in den Squid Game Spielen immer dieses Battle, wo auf jeden Fall jeder irgendwas am Start hat. Und wir müssen am Ende der letzte Überlebende sein. Okay, was müssen wir machen? Hiermit gehen wir auf jeden Fall. So, let's go. Und damit schlagen wir auf jeden Fall. Okay, ich verstehe. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, Attacke, let's go. Und, oh mein Gott, ey, komm noch her, na? Und, oh mein Gott, er kommt und zack, zack. Oh mein Gott, wir haben ihn fertig gemacht, Freunde. Oh mein Gott, okay, wir sammeln die Münze ein. Jo, das ist alles Psychopath hier. Hey, macht euch mal fertig. Boi, boi. Jo, was denn? Da unten ist ein Hai. Und, oh mein Gott, der hat zwei Leute erledigt. Ich wollte nur die Münze haben. Lalalala. Und wir gehen weg. Ah, wir sind hier. Oh, oh, im Anfangsraum. Was geht denn da, Freunde? Und da oben ist einer, Freunde. Und, oh, 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 falsche Richtung geschlagen. Nein, alle rennen hier weg. Was geht ab? 12 Leute leben noch. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir greifen mal ihn an. Oh, komm. Hey, wir können nur hier mit lenken und rechts können wir schlagen. Das ist ja übel schwer, die Steuerung. Was bedeutet, wir müssen gehen und... Oh, wir haben ihn weggeschnetzelt. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin weg. Macht ihr das mal untereinander aus. Und, oh mein Gott, da ist der Arzt, Freunde. Und, oh, nein. Oh mein Gott, okay. Wir haben ihn fertig gemacht. Was geht denn da? Und renn. Wie ich immer wegrenne. Ich erledige Leute und dann... Ah, Hilfe. Renne ich auf jeden Fall weg. Junge, okay. Die letzten 7 Leute leben. Da unten ist noch einer. Hey, du da. Komm her. Hey, wir müssen immer vor den Leuten stehen bleiben und... Nein. Er hat uns erledigt. Oh, wir sind in diesem Koffer. Vor diesem Squid Game Koffer. Und jo, wir können sogar so einen Hulk freischalten oder irgendwie sowas. Der sieht doch krass aus. Und let's go. Wir sind auf jeden Fall am Start, Freunde. Und warte mal, wir können sogar den Hulk aktivieren. Jo. Und oh, ah, wir können ihn alle 10 Sekunden aktivieren. Und damit können wir Leute auf jeden Fall zerschmettern in unserer Umgebung. Der hat das Schild aktiviert und hat schon ein paar Leute erledigt. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir sind ja als Among Us Imposter unterwegs im Squid Game. Hey, moin, moin. Ich würde sagen, Freunde, warte mal, wir schleichen uns ein bisschen ran und kommen her. Ja, und boom. Wir haben ihn jetzt einfach als Hulk zerstört. Alter, Junge, das ist ja richtig OP. Oh, 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 da ist auf jeden Fall einer. Komm her, wenn du dich traust. Oh, er kommt, Freunde. Ey, was macht der? Okay, er bleibt stehen, er bleibt doch stehen. Er kommt doch nicht. So, wir sammeln hier die Münzen ein, Freunde. Diesmal müssen wir es... Oh, oh, auf jeden Fall schaffen wir es umzingelt von allen. Warten, Freunde, wir haben noch unsere Hulk-Attacke. Nein, du da. Und komm schon. Boom. Oh mein Gott.
Fertig gemacht haben wir ihn auf jeden Fall auch. Let's go. Oh, ich habe nichts gesehen. Alles gut. Oh Gott, da ist auf jeden Fall auch einer. Oh nein, nein. Ich will lieber nicht mit unserem normalen Angriff hier angreifen, sondern ich will hier alle als Hulk auf jeden Fall zerstören. Boom, yo. Was hat das für eine krasse Range, ey? Und Junge, der ist ja richtig schick gekleidet. Hey, moin, moin. Oh mein Gott, er wollte mich erledigen. Ihr habt es gesehen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Das ist alles Psychopath. Leute, wir können alles unter Frieden klären. Spaß, Leute, kommt her. Boom. Fertig gemacht. Warte mal, die letzten Sekunden. Hä, warte mal, was passiert? Wenn jetzt noch 5 Leute leben, haben wir es dann überlebt? Und let's go. Wir 5 Leute sind auf jeden Fall weiter. Victory. Und was ist das denn für ein Skin, ey? Ach, den brauche ich aber nicht. Das nächste Game ist das Glasbrücken-Game. Wir haben das Ganze freigeschaltet. Und Freunde, ihr wisst es. Wenn ihr auf jeden Fall Squid Game kennt, hierbei geht es darum. Ein Glas ist auf jeden Fall das Richtige und das andere das Falsche. Wer fängt an? Und Flash hat angefangen. Er hat sich schon mal fürs Falsche entschieden. Okay, links, Freunde, wir müssen es merken. Links und, oh, rechts, okay, der nächste springt hinterher. Können wir auch hinterher? Okay, links, rechts, 2-mal hintereinander. Oh, rechts, hasta la vista. Okay, links, rechts, rechts. Jo, ich habe gar nicht auf den anderen aufgepasst. Oh mein Gott, Freunde, was sollen wir jetzt tun? 2-mal auf jeden Fall rechts. So, links war das. Okay, rechts, rechts, danach wieder links. Oh mein Gott, Freunde, links, nochmal links, nochmal links und let's go. Easy peasy, das war das Glasbrückenspiel. Ha, gar kein Problem war das Ganze. Da hatten wir Glück gehabt, ey, dass wir der letzte Spieler waren, ey. Weil dadurch wurde es natürlich ganz, ganz einfach, weil wir die Wege schon vorher kannten. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen weiter mit dem Zuckerwarm oder mit diesem Keksspiel. Wir haben das Ganze natürlich auch freigeschaltet. Ab geht die Pause. Okay, oh Gott, welche Form sollen wir wählen, Freunde? Regenschirm wäre natürlich am schlimmsten. Ich würde sagen, oh, und rechts, Freunde, schreibt es in die Kommentare. Und welchen hättest du gewählt? Und warte mal, ein Herz? Oh mein Gott, Freunde, was ist das denn? Und, ah, warte mal, oh Gott, jo, das ist ja übelst, übelst schwer. Oh nein, was mache ich hier? Okay, Freunde, okay, jetzt habe ich den Dreh raus. Warte mal, ein Herz gibt es gar nicht im echten Squid Game. Jo, Speedrun, jetzt geht es ab. Okay, langsam. Wir haben, genug Zeit. So, jetzt, zack. Warte mal, nochmal zurückgehen. Wir schneiden hier alles noch das Stück, Freunde. Und dann haben wir es geschafft. Let's go. Und jetzt müssen wir noch draufklicken. Jetzt schneiden wir den Keks aus. Zack. Okay, sehr, sehr gut. Boom, den Keks haben wir auch. Zack. Oh, und let's go. Yeah. Tanz den Tanz mit mir. Ha, was geht denn da ab? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier genug Münzen bekommen. Nächstes Game ist das Murmelspiel. So, das haben wir natürlich auch freigeschaltet. Und wie geht das Murmelspiel? Okay, hier steht der Among Us Squid Game Wächter. Und, ein 1 gegen 1. Okay, Spieler 954. Junge, wieso ist der lila und ich bin rot? Eigentlich muss es umgekehrt sein. Und, warte mal, was macht er? Oh, er wirft. Jo, ich glaube, wer am weitesten die Murmel wirft. Okay, das schaffe ich, Freunde. Guckt euch meine Mucki-Arme an, ey. Junge, ihr werdet jetzt schon alle sehen. Okay, wie sollen wir am besten werfen? Ich würde sagen, zack, und jetzt können wir die Stärke auswählen und boom und nein, das habe ich voll vergessen, der ist gegen die Wand abgeprallt, oh Gott, okay, es gibt aber 3 Versuche haben wir, okay, Freunde, wie sollen wir es am besten machen, das bedeutet, wir dürfen jetzt nicht zu fest werfen, okay, ich würde sagen, wir werfen, so und jetzt nicht zu fest am besten, so vielleicht und oh mein Gott, perfekt, oh mein Gott, okay, das war perfekt, ich glaube, das war der weiteste Wurst. Junge, er wurde richtig aggressiv. Er dachte, ach komm, vergiss es, ey. Der ist eher ein Profi. Okay, Freunde, wenn wir die Runde gewinnen, dann haben wir auch das Game gewonnen. Konzentration, so. Und wie weit haben wir geworfen? Irgendwie so oder irgendwie sowas. Und let's go. Okay, der war richtig schlecht, der Wurf. Aber besser als der Wurf vom Blauen. Und das bedeutet, Freunde, yeah. Junge, wie ich immer am Updance bin. Das feiere ich immer. Und damit haben wir auch das Murmelspiel gewonnen. Und wir können hier sogar am Glücksrad noch einmal drehen. Mal schauen, Freunde. Was werden wir jetzt bekommen? Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Let's go. Komm schon. Und, vielleicht ein Skin? Münzen. Ach, naja. 100 Münzen ist in Ordnung, würde ich sagen. Aber, Freunde, mit den Münzen können wir uns sogar hier Skins kaufen. Yeah. Was geht ab? Zum Beispiel diesen King-Skin oder es gibt einen Astronauten-Skin. Yo, was ist das? Ein Cowboy-Skin gibt es. Den gibt es auf jeden Fall auch noch am Start. Iron Man gibt es auch. Holy moly. Oder wir können uns einfach einen Random-Skin kaufen, Freunde. Für 1000 Münzen, ich würde sagen, das werden wir mal machen, mal schauen, welchen Random Skin werden wir bekommen,
Wow, ich bin jetzt er. Let's go, Freunde. Boogie, boogie, yeah, yeah, yeah. Er ist auf jeden Fall mega motiviert aufs nächste Game. Und das nächste Game ist das Rope Rescue Spiel. Das gibt's auch nicht im Squid Game, nur in der App hier. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Okay, was muss man jetzt hier machen? Man muss hier auf jeden Fall ein Seil ziehen und... Okay, und draufklicken und let's go. Los, 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 meine Among Us Squid Game Männchen. Ha, weiter geht es. Zack, zack, die nächste. Und jetzt komme ich, Freunde. Das bin ich jetzt hier. Yeah, easy. Und alle dancen hier auf jeden Fall ab. Zack, zack, zack. Und damit haben wir auf jeden Fall Level 1, Level 1 auf jeden Fall easy peasy bestanden. Und ab geht es. Okay, Level 2, was sollen wir jetzt machen? Jo, da ist ja schon einer. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir können das Ganze so machen, dann hier so und dann zack, boom, let's go. Und ab geht die Post, los, los, los. Alle Münzen werden auf jeden Fall so hier fleißig eingesammelt, so die meisten zumindest. Zack, zack, zack. Und der Squid Game Wächter steht auch hier schon bereit. Und falls einer einen Fehler machen sollte, dann wird er sie, wowie. Junge, was ist das für Geräusche, ey? Junge, Junge, ja, okay, es ist gut, ey. Junge, Pingo, die sind richtig motiviert. Okay, Level Nummer 3. Wie soll man das jetzt am besten machen? So, ich würde sagen, wir können die Ganze so machen. Können wir das Ganze wieder so zurückgehen? Ja, 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 das wird sogar gehen. So, dann hier, zack. Dann geht es hier so, dann wieder zurück. Geht das so? Okay, okay, Freunde. Und dann geht es einmal nach hier. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu viel gemacht. Aber, Freunde, zack. Okay, es hat auf jeden Fall geklappt. 25 Sekunden. Jetzt beeilt euch. So sollten wir, glaube ich, jede Münze bekommen. Oh ja. Junge, das war mega gut, die Route. Und zack, zack, zack. Alle ab geht es, alle ab geht es. Haha, wie auf der Seilbahn. Junge, der wird ja schlecht, ey. Die drehen sich die ganze Zeit. Boom, let's go. Da haben wir auch Level 3. Wee, wee, wee. Bestanden. Hey, der Squid Game Becher. Der hat ja gar nichts zu tun, ey. Wir sind einfach solche Vollprofis. Als ob wir irgendwie failen. Alright, nächstes Level. Es wird auf jeden Fall, oh, immer schwieriger. Diesmal haben wir hier so eine Bombe oder sowas in der Mitte. Das bedeutet, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber wir können auf jeden Fall hier um diese Teile rum. Dann würde ich sagen, wir gehen mal so um jedes Teil hier rum. Dann hier vorsichtig so. Oh, nee, nee, nee. Am besten hier nur so unten halten. Ich habe keinen Bock, dass einer von uns doch stirbt und ich würde sagen, so, da befestigen wir das Ganze und Abfahrt. Oh mein Gott, der erste Freund des Versuchskaninchen, wird er es überleben? Oh, ihr sammelt die Münzen ein. Ich würde sagen, ach komm, der nächste hinterher. Let's go, okay, hat's geschafft. Los, 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 und jetzt alle hinterher. Und alle gehen sofort hier hinterher. Wee, wee, wee. Yeah, und alle am Abdance, Leute. Oh ja, ab geht die Post. Wow, auch Level 4 haben wir bestanden. Ohne große Probleme, ey. Kannst du mal ein bisschen schwieriger werden, ey. Das ist ja hier viel zu einfach, dieses Game, muss ich sagen. Jetzt aber, Level Nummer 5. Oh mein Gott, das bewegt sich sogar. Holy Macaroni. Okay, so langsam wird es auf jeden Fall schwieriger. So, wir gehen jetzt erstmal hier so drüber. Dann können wir hier das Ganze so einsammeln. Zack. Hier sind auf jeden Fall auch noch Münzen. Dann einmal hier rum und dann einmal hier rum. Okay, wie sollen wir es jetzt am besten machen? Und boom. Das ist Ende, Freunde. Ich würde sagen, oh mein Gott, wir haben ihn aktiviert und oh mein Gott, wir haben ihn losgeschickt. Ich würde sagen, zack. Ich glaube, wenn das oben ist, genau, müssen wir auf jeden Fall den nächsten losschicken. Und jetzt. Okay, let's go, Freunde. Ich glaube, gleich probieren wir direkt zwei loszuschicken oder sowas. Oh, nein, nein, ich glaube, ich war zu spät. 25 Sekunden. Und komm schon, Freunde, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach drei. Oh mein Gott, alle. Und oh, wie knapp war das denn? Let's go, Junge, Junge, Junge. Da haben wir einfach alle losgeschickt. Und da sind sie auch am Ende. Hui, am Ende gekommen. Level 5 haben wir auch bestanden. Und Freunde, 100%. Oh, wir können sogar einen neuen Skin freischalten. Ach nö, ich brauch den nicht, ey. Da kannst du nicht noch so viel dancen, wie du willst. Oh, wieder so eine bewegende Bombe. So, dann würde ich sagen, Freunde, erstmal hier rum, dann so hier, zack. Hier drunter natürlich. Hier so vorbei, Alter, Freunde. Ich hoffe, das Ganze wird auf jeden Fall klappen. Ah, hier oben ist das Ganze. Warte mal, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde und zack. Okay, ich würde sagen, wir drücken mal wieder, wenn die Bombe oben ist. Und jetzt, Freunde, ist die Bombe oben. Oh mein Gott, wir haben zwei losgeschickt, Freunde. Wenn die jetzt sterben, dann... Oh nein, nein. Oh mein Gott, das war perfekt. Das war perfekt. Das war perfekt. Okay, das bedeutet, wir warten wieder. Sie ist oben und zwei Leute geschickt. Okay, okay, Freunde. Werden wir schaffen. Aber auch so, so knapp, ey. Holy Macaroni. Es passt echt perfekt. Okay, der nächste wird geschickt. Und der nächste wird geschickt. Und, oh, Junge, da passt kein Zentimeter. Und jetzt, Junge, das ist ultra, ultra knapp, ey. Aber boom, bingo. Auch das Level haben wir geschafft. Junge, wie glücklich die immer sind. Aber natürlich würde ich auch, ey, wenn ich das Level überleben. Das bedeutet, wir gehen auf jeden Fall wieder zurück ins Hauptmenü und aktivieren den nächsten Spielmodus für 10 Diamanten. Den Zombie-Attacken-Modus. Oh, okay, den gibt es auch so nicht im Squid Game. Aber mal schauen, wie der auf jeden Fall hier ist. Und, oh, Tag 1 und Welle 1 von 15. Warte mal, wie schieße ich denn überhaupt? Und gibt es hier dann Zombies oder wie? Warte mal, Freunde. Wir schauen mal. Ey, moin, hallo. Jo, hier sind
tatsächlich Zombies. Oh mein Gott, Freunde. Und wir müssen den ganzen ausweichen und sie natürlich erledigen. Junge, guckt euch die mal an. Und Freunde, haben wir Welle überlebt? Nee, okay, doch. Tag 1 immer noch. Welle 2 von 5. Mal schauen, Freunde. Werden wir alle 5 Wellen direkt beim First Try, beim ersten Versuch schaffen? Zombies, ich habe keine Angst. Oh mein Gott, okay, ich gehe schon weg. Was geht denn da ab? Junge, die haben überall gehört. Das werden immer mehr. Okay, okay, okay. Wir müssen im Abstand halten. Wir sind aber hier der Profi. Zack, 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 zack. Guck mal, immer hoch, runter, hoch, runter. Ha. Oh ja, und oh mein Gott. Von oben kommen auch noch welche. Oh Gott, nicht wette. Irgendwann werden wir vielleicht noch umzingelt oder sowas. Haut ab, haut ab, haut ab. Ihr macht mich auf jeden Fall nicht fertig. Können wir unendlich nach rechts rennen? Das ist ja easy. Ah ne, okay, hier ist die Wand. Oh oh, ich gehe ja schon weg von der Wand. Okay, Freunde, zack, zack, zack. Alle Münzen einsammeln. Okay, dritte von fünfte Welle. Junge, das ist auch ein neues Spiel. Die Anfangsspiele, so rotes Licht, grünes Licht, kannte man ja von Squid Game. Aber mittlerweile sind das sogar eigene neue Spiele. Und das finde ich besonders cool irgendwie. Mal was ganz, ganz Neues. Und oh mein Gott, was geht denn da ab? Ah, oben sehen wir dann den Balken, wie viele Zombies wir besiegt haben schon. So, und ich glaube, damit haben wir auch... Yo, also ich fand, die dritte Welle war sogar einfacher, Alter, als die zweite. Bing, 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 alle Münzen eingesammelt. So, und hier unten rechts, glaube ich, ist Welle Nummer 4. Und die, oh mein Gott, warte mal, die Zombies werden auch immer stärker. Ich weiß noch gar nicht, ob wir jetzt so Leben haben oder ob wir jetzt so instant sterben, wenn ein Zombie uns auch angreifen werde. Zack, zack. Ich glaube, hier irgendwo ist noch einer. Moin, moin. Den habe ich auch fertig gemacht. Okay, wir gehen weiter nach unten, Freunde. Weiter nach unten. Die letzte Welle. Und wir haben einen Endboss. Nein, 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 Freunde. Er ist schneller als wir. Er ist schneller und... Nein. Was? Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Die letzte Welle, oh mein Gott. Glücksrad, let's go. Okay, wir drehen noch einmal. Junge, das war ja so unfair, dass wir letztes Mal gestorben sind. Mit einem Schlag und wir haben einen Hammer jetzt. Den werden wir auf jeden Fall auch benutzen. Okay, ich glaube, das ist wieder so ein Cooldown oder irgendwie so. Ich würde sagen, Freunde, wir aktivieren den Hammer sofort, wenn wir einen Zombie sehen sollten. Na, kommt doch her. Diesmal mache ich euch fertig. Junge, das Monster hat uns mit einem Schlag, oh, fertig gemacht. Ich würde sagen, Freunde, wir aktivieren den Hammer und... Yo! Alter, das war der Hammer von Thor einfach. Und damit haben wir die ganze erste Welle ausgelöscht. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall für den Endboss. Das bewahren wir uns auf jeden Fall auf. Welle 2. Oh, 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 oh mein Gott. Okay, alles geht hier ab. Kommt her. Oh Gott, wegrennen, wegrennen, wegrennen. Ja, die ersten Wellen sind ja einfach. Nur die fünfte Welle ist halt übelst heftig. Let's go, Freunde. Welle 5. Wir haben das Monster. Wo ist das Monster? Ich würde sagen, Freunde, wir haben noch unsere Thor-Attacke. Ihr wisst Bescheid. Oh Gott, da ist es, Freunde. Ich würde sagen, wir aktivieren es und... Oh, let's go. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall hier wieder in der fünften Welle. Und oh mein Gott, werden wir schaffen, das Monster zu besiegen? Ich weiß nicht, ey. Das Monster, oh mein Gott, das ist viel zu schwer. Es ist eigentlich viel, viel zu schnell. Freunde, guckt euch das Ganze mal an. Schieß weiter. Nein, 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 nein. Und oh Gott, es hatte so wenig Leben. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir beleben uns wieder. Let's go. So haben wir das Ganze geschafft. Ey, warte mal, die Welle geht weiter. Oh Gott, nein, nein, nein. Sag nicht, es kommt noch ein Monster. Und bingo. Okay, Freunde, wir haben uns zwar einmal wieder belebt. Aber, ey, sonst hätten wir echt gar keine Chance gehabt. Und dann kommen wir auch zum allerletzten Minispiel. Renne, um zu überleben. Wir haben das Ganze freigeschaltet. Das ist auch ein krasser Modus, Freunde, glaube ich mal. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen rennen, um zu überleben. Und, jo, wir müssen springen. Oh Gott, ah, wir müssen einfach rennen. Und im richtigen Moment, zack, uns ducken. Let's go. Oh mein Gott, wir rennen einfach durch, wir rennen durch. Und wir sind durch gerade. Ja. Let's go, einfach durch gerade. Jo, wie viele haben es überlebt? Meine ganze Gang hat es auf jeden Fall geschafft. Yeah, yeah. Und damit haben wir jetzt wirklich jedes einzelne Minispiel von Survival 456 Spiel angefangen mit dem roten Licht, grün Licht, bis hin zum allerletzten Game und wir haben wirklich jetzt in jedem Game gewonnen. Und so sieht also ein Spiel aus, wenn man Squid Game und Among Us miteinander mixt. Das waren auf jeden Fall richtig coole Minispiele, muss ich sagen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Santex Army und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.